Hallo und herzlich willkommen zur alten Schule. Bevor wir zu meinem heutigen Video kommen, möchte ich euch noch meinen Partner vorstellen. Und zwar ist das die Firma NordVPN. Und die haben ein ganz besonderes Produkt am Start, nämlich ein sogenanntes Virtual Private Network. Dafür steht VPN oder VPN in NordVPN. Und das ist eine Möglichkeit, um euch vor Angreifern im Internet zu schützen. Aber nicht nur das. Ihr seid auch nicht trackbar und nicht verfolgbar. Und das ist eine ganz tolle Funktion, nicht nur, wenn ihr im Darknet unterwegs seid, was ich nicht hoffe, sondern wenn ihr zum Beispiel im Ausland seid und ihr wollt eure heimische Netflix-Serie weitergucken, dann ist da oftmals so ein Riegel vorgeschoben. Dann sehen die nämlich von Netflix, dass ihr gerade im Ausland seid und der Tarif gilt nur für Deutschland und wenn ihr in Deutschland seid. Und dann heißt es, nee, tut uns leid, wir können dich hier jetzt gerade nicht entertainen. Das ist nicht der Fall, wenn ihr ein Virtual Private Network nutzt, denn NordVPN hat viele, viele tausend Server auf der ganzen Welt verteilt und ihr könnt die manuell auswählen. Also die Server, über die ihr am Ende des Tages im Internet surfen wollt, und dann wählt ihr einfach einen Server in Deutschland aus und dann denken die bei Netflix, ihr seid auch in Deutschland. Und bis dahin, der Weg ist nicht trackbar. So könnt ihr heimlich im Ausland unterwegs sein und trotzdem so tun, als wärt ihr in Deutschland. Toll, oder? So, und jetzt wollt ihr das Ganze wahrscheinlich auch noch günstiger haben. Ein Zwei-Jahres-Tarif gibt es mit einem Riesenrabatt von bis zu 73% unter dem Link www.nordvpn.com/alteschule oder mit dem Passwort alte Schule. Schaut euch das nochmal an. Der Link ist auch nochmal unten in den Shownotes drin. Und jetzt viel Spaß mit dem heutigen Video. Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Hallo und herzlich willkommen zur alten Schule. Ich freue mich, euch hier heute zu begrüßen, und ich habe ein ganz, ganz tolles Thema und vor allem einen ganz tollen Gast am Start. Und viele von euch haben schon geschrieben, weil man uns beide zusammen auf Fotos gesehen hat oder in den gegenseitigen Instagram-Stories, wann wir denn mal was zusammen machen. Heute ist es soweit und es geht um ein Auto, für das mein Herz schlägt. Eifrige Hörer wissen, ein Mercedes 500e, den fand ich immer schon ganz gut. Und mein Gast heute, der hat gerade einen Artikel geschrieben in der Porsche Classic über dieses Auto, und er setzt sich mit jedem Auto, über das er schreibt oder über das er redet, bis ins kleinste Detail auseinander, und dem wollen wir jetzt mal auf den Zahn fühlen. Und wie gesagt, ihr kennt ihn alle wahrscheinlich. Es ist nämlich Marc Christiansen, besser bekannt als Herr 3.0, und heute macht er ein kleines Upgrade und wir reden über den 5.0. Hallo Marc. Ja, hi, perfekt. Vielen Dank, dass ich hier sein kann. Ja, du, genau. Also ich habe zu danken. Da ist sie. Den du angesprochen hast, man sieht es hoffentlich. Ich guck falsches mal so. Titelbild, aber trotzdem toll. Und ja, witzigerweise ist es ja ein Carrera RS. Das ist ja so ein Schlag von Auto, und da kommen wir eigentlich direkt zur Brücke. Wir müssen uns jetzt mal zurücktransportieren in die Mitte der 80er Jahre. Ja, kurz eine mal eh schon tolle Zeit. Aber eine Zeit, wo Porsche tatsächlich, wo es nicht klar war, dass Porsche nochmal neuere Autos produzieren würde, sondern da lagen die eigentlich in Schutt und Asche und waren kurz vor der Pleite nach dem 928-Desaster mit den 1000 Baureihen, Transaxle, Frontmotor, Heckmotor. Ja. Und dann brauchten sie Hilfe. Genau. Ja, so wird das heute immer gerne erzählt. Ich glaube, Porsche-Archiv sagt das auch manchmal so ähnlich. Ich würde es gar nicht so dramatisch sehen. Also es war wohl schon so dramatisch, dass hat man jetzt kürzlich lesen können, dass Porsche-Mitarbeiter wohl so nach dem Motto, wir wussten nicht, ob nächste Woche noch Porsche alleine, sage ich mal, existieren könnte oder aufgekauft werden würden. Ja, weil Porsche war schon sehr erfolgreich, aber hatte halt ein Riesenproblem. Sie hatten eigentlich kein Auto mehr, was wirklich angenommen wurde. Weil die luftgekühlten Autos hatten damals schon ein Problem bei Porsche. Ende der 80er Jahre, auch in den USA. Die Zahlen waren nicht mehr so gut. Und ja, aber das kam eigentlich alles eh ganz anders. Also sagen wir mal so, wir reden über den 500e. Vielleicht müssen wir später mal irgendwann über Porsche auch gerne mal reden. Der Wagen heißt auch 124.036 intern. Mercedes hatte immer so eine Staffelung. Es nennt sich der Baumustercode sechsstellig. Dass du vorne die drei Stellen, ist die Baureihe. Mhm. Dahinter die Stellen sagt die Hierarchie in der Motorkategorie, sagen wir mal. Also 80er Jahre. Wir sagen mal 1985. Was gibt es dort auf dem Markt? Auf dem Markt gibt es eigentlich gar nichts. Wenn du jetzt Geld hast und brauchst eine Limousine und willst Porsche Power unter der Haube haben, dann gibt es eigentlich gar nichts. Maserati Quattroporte, ich weiß die PS-Zahl jetzt gerade nicht, das wäre halt nichts gewesen. Und Jaguar hatte damals einen V12, der in der rundlichen Guldenburg-Karosserie verbaut wurde. Also das wäre auch nichts gewesen, wo du jetzt gesagt hättest, damit kann ich schnell von München nach Sylt ballern. Ja. Dann gab es das erste Modell eigentlich,
wir sind ja bei den 80er Jahren, wie gesagt. Nicht, dass einer jetzt denkt, wir gucken mal Richtung 6.9 oder sowas. Das Auto ist schon 10 Jahre alt. Den gibt es eigentlich gar nicht mehr. Dann gab es das erste Modell, war dann aus München kommend, der BMW M5. Ich meine, die erste Variante, das war dann der E28, glaube ich. E28 war es, genau. Bei der ersten Motor. Der einzige BMW, wo die Haube falsch rum aufging, ne? Hatte ich mit BMW Classic auch mal drüber gesprochen, konnte man mir so schnell gar nicht beantworten, warum dieses eine Auto so einen Ausrutscher hatte. Die ging andersrum auf? Ja, die ging lieber Mercedes auf, die Haube. Ah, echt? E28. Habe ich jetzt auch gar nicht vor Augen. Und der 3er BMW, der, glaube ich, kurz danach kam, der E30, da ging die Haube typisch auf. Mhm. Bei den 5ern und 7ern danach auch wieder ganz normal wie immer. Hm. Naja, aber das ist eine Rennsportmotorhaube, muss man wissen. Ne? Also das, die Haube kommt daher, kurzer Exkurs, dass du früher auch ein bisschen Angst hattest, dass bei Rennsportveranstaltungen deine Haube aus dem Schloss rausspringt und dir auf die Windschutzscheibe drauf knallt. Das sieht man öfters bei Goodwood, wenn Leute dann so ältere Autos haben, die Haube nicht richtig arretiert ist, fliegt die in deine Frontscheibe und du siehst nichts mehr, die Scheibe ist kaputt und ja, großes. Es gibt bei BMW aber auch so einige Szenen in der Richtung. Ja, ja, aber diese 24-Stunden-Rennen am Nürburgring denkt und so, da ist ja die Haube auch schon mal da hinten übergeklappt. Ja, ja, genau, genau. Bitte fahren, na gut. Ja, auf jeden Fall gab es den M5. Ich meine, 286 PS hatte der im 3,5 Liter Sechszylinder-Reihenmotor. Also auch schon ein sehr, sehr riesengroßer Motor. Ein schönes Eisenschwein, kann man sagen. Und mit dieser tollen, du hast ja gerade die ganzen BMWs besichtigt. Ja. Mit diesen tollen Ansaugpfeifen, sagen wir mal. Das sieht ja wirklich aus wie ein Kunstwerk, so ein Reihen-Sechszylinder. Der Motor. Ja. Dann kam 87, wurde der, glaube ich, vorgestellt. 88 kam er, glaube ich, der E34, der neue Fünfer, auch wieder M5, mhm. Auch Sechszylinder mit 315 PS. Oder 315 PS und später hatte er 340 PS. Genau. So, ja. Das waren jetzt die Serienautos, weil ein M-Modell war damals natürlich schon eher ein Serienauto. Parallel gab es natürlich Tuning-Schmieden und so hieß AMG damals. Es gab den AMG The Hammer. Da habe ich jetzt die PS-Zahlen, muss ich gestehen, gerade gar nicht auf dem Schirm. Aber es gab halt den W124, also 300E. Der hieß in den USA auch immer 300 Class. Also bevor es eine E-Klasse gab, wurde in den USA als 300 verkauft. Weil die 300 war für Mercedes ja immer auch schon eine besondere Zahl. Ja. Und dann gab es den 300 als 2.6 und als 3.0 mit den beiden Sechszylindern. Und deswegen, glaube ich, ist auch dieses Stigma entstanden, dass der Wagen ja 300e 5.0 hieß von AMG. Die haben einfach den V8-Motor da reingepflanzt und ein bisschen getuned und modifiziert. Das war dann The Hammer. So, und The Hammer ist dann relativ schnell in den USA, weil damals war einfach die Zeit, das war ja, glaube ich, auch so die Zeit, wo kurz danach dieser Yellowbird von Ruf, die Nordschleifen-Video da gemacht hat, das legendäre. Also es war halt eine Zeit für irgendwie Powermaschinen, die jetzt nicht unbedingt riesige Spoiler und laut Gebrüll und was ich was, sondern einfach Technik, die begeistert und die ultraschnell ist. Mhm. Tempolimits gab es damals natürlich auch schon, aber nicht so rigoros wie heute. Von daher, man konnte damals noch sehr schnell von München nach Sylt düsen, wenn man wollte. Und so, Mercedes hatte nichts. Heißt, die Leute gingen zu AMG oder gingen zu Lorenzer oder und gingen Brabus. Genau, Brabus gab es damals auch, wobei da hat ja dein netter Gast, der Herr Goffrey. Gesagt, ich glaube, unter S-Klasse haben die eigentlich relativ wenig gemacht in der Richtung. Die hatten den M103 getuned, ja. Aber ich glaube, die haben keinen V8 in den 124er gepackt, meine ich, oder? Die haben nachher sogar einen V12 da reingepackt. Ja, das war das nicht. Kann später gewesen sein. Weiß genau, ich. Das war später, das war auf Basis von 500e, meine ich. Das war schon dann Anfang 90er. Ja. Aber so Ende 80er haben die, glaube ich, eher 190er und S-Klassen gemacht, meine ich. Nee, eher 190er und E-Klassen. Die hatten keine S-Klassen. Die sind erst in diese S-Klasse vorgedrungen, als AMG von Mercedes geschluckt wurde. Ah, okay. Ganz interessant eigentlich. Da haben sie erst gesagt, oh, jetzt sind wir wahrscheinlich weg vom Fenster. Ja. Und dann entstand aber ein Riesenvakuum, weil Mercedes erst AMG auf deren Qualitätsniveau bringen musste und jedes Teil einzeln prüfen musste. Und Werner Niefer selber hat dann auch jede Schraube in die Hand genommen und drauf geguckt, ob die auch gut aussieht. Und das hat so ein Vakuum hinterlassen und die konnten keine Autos ausliefern, dass die alle zu Brabus gerannt sind und gesagt haben, könnt ihr uns auch S-Klassen bauen. Und so ist Brabus eigentlich in dieses Segment vorgedrungen, was eigentlich verrückt ist. Ne? Denkst, ja. Ist bald pleite und dann fliegt die Firma durch die Luft. Ne? Ja, weil Mercedes-Kunden hatten halt trotzdem keine Möglichkeit, irgendwo so ein bisschen, damals gab es ja Bogner noch sehr stark, so ein Anzug-Segment und Boss natürlich, war auch Hugo Boss, war eine ganz bekannte Marke in Deutschland, sprich der Businessman, der hat natürlich keinen tiefer gelegten Wagen mit Breitreifen fahren wollen, ja, und der konnte halt nichts machen, der hätte den BMW kaufen können, vielleicht dann doch den Jaguar irgendwie, aber das war es dann eigentlich auch schon.
Und Mercedes hatte ja die Kundschaft, da können wir theoretisch, wenn die Zuschauer das auch sehen wollen, mal bei Gelegenheit drüber sprechen, mit den kleinen Sport-Mercedes, den sogenannten 190E2.3-16. Mhm. Das war so ein bisschen der Türöffner für Mercedes, dass man plötzlich eine ganz andere Kundschaft angesprochen hat, der aber auch sehr laut war, optisch, vom Geräusch natürlich nicht, aber durch diese riesen Spoilerei und Heckflügel und hier Versteifung und sonst irgendwas, war der halt schon ja, eher im Trainingsanzug unterwegs, als es im normalen Zweireiher oder irgendwas. Aber der Anwalt hätte natürlich Vierzylinder fahren müssen und das ist natürlich auch nicht standesgemäß, wenn Jaguar Zwölfzylinder verbaut. Ne? Genau, kommt doch hinzu. Also der war natürlich trotzdem sehr, sehr potent mit seinem Motor und war damals ja wirklich so schnell wie der M3. Und hat ja auch witzigerweise das Gleiche, die beiden haben sich das Getriebe ja geteilt, ne? Der M3 und der 2.3-16 hatten ja beide ein G-Trag-Sportgetriebe mit unten links liegendem ersten Gang. Ich wusste nicht, dass es baugleich ist, aber... Er war baugleich, ja. Okay. Also das wusste ich auch nicht, bis ich so einen Wagen mal kurzzeitig hatte. Da gab es so ein kleines Intermezzo bei mir. Ja, auf jeden Fall merkte man bei Mercedes seinerzeit, irgendwo ist da Bedarf da, weil AMG, Brabus, wir haben es schon angesprochen, haben da Fahrzeuge plötzlich konstruiert, ausgeliefert. The Hammer in den USA sehr erfolgreich, das kennen heute noch alle. Das ist so, weiß ich gar nicht, ob es ein ähnliches Auto. Bei uns in Deutschland wahrscheinlich die Rote Sau, die kennt halt jeder. Mhm. Und in den USA kennt, glaube ich, jeder The Hammer. Eher als die Rote Sau. Okay. So ist meine Wahrnehmung, was man so mitbekommt. Und dann halt BMW. Ganz klar. Also damals war ja die Diskussion Mercedes oder BMW, wer bringt einen V12-Motor auf den Tisch? Du hattest ja auch gerade den Wolfgang Reitzle. Genialen Podcast mit Herrn Reitzle, genau. Da ist ja sehr viel Insights aus der Richtung rausgekommen. Ja, also es war ein Wettrüsten. Damals war nicht so Good Friend München, Stuttgart, sondern es war, also klar, die haben sich unterhalten und auch gut verstanden, die Manager, hat man ja auch vom Reitzle gehört, mit dem Niefer, dass man da schon eine kurze Leitung hatte. Aber es war trotzdem nach draußen hin ein Krieg, ein Wettrüsten. Man hatte eine kurze Leitung, aber auch eine kurze Lunte. Ja. Trotzdem, genau. Was ich interessant finde, hat man sich committed auf 250 Höchstgeschwindigkeit. Das finde ich ja irgendwie so verrückt, dass dieses Wettrüsten irgendwann ging es los. Da haben die dann gesagt, ja, die M-Version, die kann mal schneller fahren und die AMG-Version und so. Und dann hat man gesagt, aber es sind doch die Hersteller selber und jetzt fahren die alle 300 gegen Aufpreis. Ne? Das ist, deswegen, es gab definitiv mal eine AMS, ein Artikel früher, so ein Gentleman's Agreement, so hieß das, glaube ich, sogar. Ja, genau. Da war nämlich der Pirch, Audi, es war vielleicht sogar der Reitzle, das weiß ich gerade gar nicht, und der Niefer war da irgendwie. Und die haben gesagt, unsere Sportautos, weil es gab ja den 57i V12, dann gab es später einen Audi V8, den allerersten Luxus-Audi, der übrigens, bei der Motorentwicklung wurden übrigens seinerzeit Daimler-Ingenieure ausgeliehen nach Ingolstadt. Nur mal so als Hinweis, falls man das nicht weiß. Da gab es einen Zeitungsartikel mal zu, ganz spannend. Und die haben sich committed, weil das Wettrüsten, wie du schon gesagt hast, weil, also ich weiß, es ist eine Zahl, der 600 SEL, der kam ja erst 91 raus, der V12 Mercedes mit 408 PS am Anfang, der lief, glaube ich, ohne Limitierung knapp 92 mit 2,2 Tonnen. Ja. Und sie lieber auf größere Bremsen committen müssen eigentlich. Ne? Ja, das wäre auch so ein Thema gewesen. Also ich glaube, die haben schon irgendwo gesagt, es ist ein Sicherheitsfeature, aber die haben sicherlich auch die Dollars im Auge gesehen, weil du hast halt andere Reifen, andere Bremsanlagen. Du konntest schon was wegsparen, wenn du nur 250 Mal gefahren bist. Und das auch eigentlich nur in einem Markt, nämlich Deutschland. Ja. Genau. Ja, also BMW hatte was, alle hatten was, Mercedes hatte nichts. Ja. Und irgendwie gebeutelt dann von dem kommenden V12, weil der war natürlich 86 schon irgendwo bekannt. 87, glaube ich, wurde er vorgestellt und ab Ende 87, 88 konnte man ihn kaufen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Hat man dann festgestellt, wir brauchen auch irgendwas. Nur, jetzt muss man wieder komplett das große Big Picture sehen. Der SL, der damals verkauft wurde, war der 107er. Der kam raus Anfang 71. Und wenn man die Bücher kennt zum 107er SL, dann sieht man eigentlich immer, dass immer mal wieder darüber diskutiert wurde intern, wann bringen wir Nachfolger. Also es gibt ganz viele Designmodelle späte 70er Jahre, ganz viele Designmodelle Anfang 80er Jahre und dann wieder Mitte 80er Jahre. Und wenn man das historisch alles mal zusammenbastelt, sieht man, okay, der SL hat die Mannschaft ständig beschäftigt. So, die S-Klasse kam raus, IAA 79, Auslieferung ab Januar 80. Das heißt, der Wagen war, wenn der 7er kam, der E32, das war ja, glaube ich, 87, eigentlich auch schon langsam wieder reif für Nachfolger. Man hatte gerade auf dem Markt den kleinen Baby-Benz, 190er, der kam ja 83. Und lief richtig gut, ne? Ja, lief sehr gut an, auf jeden Fall.
da der BMW den Markt eröffnet mit dem Dreier. Heißt, also die Mittelklasse kam, denn der W124 kam in 84. Und wenn man das alles jetzt mal aufskizziert hat auf einem Blatt, ja, dann sieht man also, bei Mercedes gab es gerade einen ziemlichen Stau in der Entwicklung. Weil, wie geht es jetzt weiter? SL, keine Ahnung, man hatte keinen Plan, was man SL machen möchte Mitte der 80er Jahre. Und die S-Klasse, die wurde entwickelt. Man wusste, dass dieser BMW kommt. Beim Kollegen Reitzle hört man das ja, was da für Diskussionen mit dem Herrn Niefer auch waren. Und Mercedes hat einfach gesagt, wir bauen das Überauto. Damals gab es ja auch Zeitungsartikel, dann sprach man vom 800 SEL mit V16-Motor. Und also man hat da irgendwie, weiß ich auch nicht, Wettrüsten ohne Ende in den Gazetten lesen können. Aber trotzdem kam man halt nicht weiter. So, dann, was man weiß, das kann man auch in manchen Artikeln nachlesen, ist, dass der SL verschoben werden musste. Der sollte 86 eigentlich auf den Markt kommen. Hat dann diverse Gründe gehabt, wie Motor noch nicht fertig, der neue V8-Motor und gewisse andere Themen. Heißt, der wurde weiter verschoben. Und letztendlich war Premiere März 89. So, die neue S-Klasse, der W140, der sollte eigentlich auf der IAA 89 stehen, weil der SL ja früher da gewesen wäre. Dann gab es eine Abnahmefahrt mit den Vorständen in Hockenheim. Und die Fahrzeuge dort hatten die gleiche Bereifung wie der 560 SEL vom 126er. Ich meine, das sind 215er Reifenbreite, 65er Querschnitt, 15 Zoll Felge auf diesem Riesentrum. Da gibt es auch Bilder, wie diese Autos ausgesehen haben, also Erlkönig-Fotos. Man denkt schon sehr, sehr kleine Reifen. Und dieses Auto hat nicht nur wegen den Reifen natürlich, aber das wurde gesagt, dass der Wagen wäre nicht verkaufsfähig. Der wäre unfahrbar, das geht so nicht. So, okay. Dann weiß man ja, dass plötzlich, wenn man ein Rad ändert, du die ganze Achsgeometrie, den Rohbau, alles anpassen musst. Weil die Radkästen von den späteren Serienautos sind deutlich größer als die von diesen ersten Prototypen. Mhm. Das heißt, die haben ihren Zeitplan völlig aus den Händen gerissen bekommen. Und statt September 89, wir waren jetzt ja gerade bei 1988, war es da letztendlich dann Genf März 91, dass die S-Klasse gekommen ist. Heißt, mit eben der Entwicklung der neuen Motorgeneration und diesen beiden Speerspitzen oder Flagships der Daimler-Benz AG, hattest du halt keine Möglichkeit, irgendwas zu machen. Und trotzdem war halt die Notwendigkeit, wir brauchen eine Powerlimousine. So, was machen wir also? Man hat dann überlegt, wie könnte man jenes und dieses und sonstiges machen. Es gab immer schon, das weiß auch vielleicht nicht jeder, eine sehr starke Verbindung zwischen Porsche und Daimler-Benz. Zum Beispiel hat Porsche, natürlich nicht mit Absprache von Daimler seinerzeit, aber Porsche hat zum Beispiel den 928 in einem zersägten 107er SLC unter anderem erprobt. Mhm. Das Automatikgetriebe, was es für den 928 dann später zu kaufen gab, wurde beim Daimler zugekauft, war ein Daimler-Getriebe und wurde in einem W100, dem legendären 600er, getestet, weil der halt einfach diese Massen mitbrachte, dass dieses kleine neue Getriebe auch stärker belastet werden könnte. Der war natürlich nicht schnell, aber der hat viel Bums hinterher gehabt und viel Gewicht, dass man gesagt hat, okay, wenn das Getriebe in dem Auto hält, dann sollte es auch in einem Sportwagen halten. Weil solche Autos hatte Mercedes damals ja gar nicht. Okay. Und dann zum Beispiel gab es ja auch so ein bisschen, bei Porsche ist immer auch VW Audi, Herr Pirch. Es gab ja auch seinerzeit den Entwicklungsauftrag von Daimler, dass man in den 70er Jahren einen Fünfzylinder-Dieselmotor entwickelt haben möchte. Mhm. Und da hat er das Konstruktionsbüro Pirch, witzigerweise Analogie zum Konstruktionsbüro Porsche in den 30er Jahren, hat dann diesen Motor für Daimler-Benz entwickelt. Also es war nicht unüblich, dass Daimler-Benz auch mal Themen rausgegeben hat, heimlich, was man so gar nicht mitbekommen hat. Und umgekehrt Porsche natürlich auch Sachen eingekauft hat, die vielleicht gar nicht so von ihnen stammten. Das war also ja heute auch immer noch übrigens, ne? Also das finde ich ja interessant. Das ist ja also auch kleiner Exkurs mal so von meiner Rundreise, dass wenn ich immer bei irgendwelchen Tunern bin oder bei Designern oder sowas, es gibt ja viele freie Designer, die für Tuner arbeiten zum Beispiel, die arbeiten ganz oft für die Industrie. Was man nie weiß, die machen die Powerlimousinen zum Beispiel oder irgendwelche Sonderserien oder irgendwelche schusssicheren Geschichten oder verlängerte Limousinen oder sowas, das wird oft fremd vergeben. Die haben dann diese Stillschweige-Agreements natürlich, weil das kommt dann immer, die sprechen mit dir dann in 10 Jahren oder so, wenn das Thema durch ist, wenn der Wagen schon nicht mehr hergestellt ist, dann kannst du ja ganz offen drüber reden. Dann stehe ich auf der Matte.
Genau, dann wird mal geklopft. Wie war das eigentlich damals? Dr. Storb erzählt das ja, dass sie es zum Beispiel was zu Brabus gegeben haben. Ne? Ja, genau. Bei Brabus haben sie noch dicht gehalten, das muss man sagen. Da stand so einer und sage ich, was ist das denn? Und so, oh nee, komm, wir gehen jetzt mal da lang. Ja, ja. Und dann hat aber der Dr. Storb das gesagt und damit ist es dann ja, ist es ja erzählbar. Ne? Und der Wagen wird also er ist jetzt schuld. Er ist jetzt schuld. Ja, schuld ist keiner, aber das Auto wird ja nicht mehr gebaut. Es geht. Nein, natürlich, natürlich. Also kommen wir zurück. Das war jetzt ein größerer Exkurs. Ich hoffe, die Zuschauer, Zuhörer... Die noch übrig sind, die kriegen gleich noch was zum 500e erzählen. Genau, wir müssen halt den Bogen sehr weit spannen. Also das Mercedes oder Daimler-Benz wollte dann eine Powerlimousine haben, hat aber technisch oder vielmehr entwicklungsseitig null Kapazitäten dafür. Jetzt muss man auch dazu sagen, damals, es gab ja den Bullshit Castle, das hier Stuttgart-Möhringen, den Hauptsitz der Daimler-Benz AG, der wurde ja Ende der 80er Jahre für ganz viel Geld gebaut. Gibt es ja auch heute noch. Ich meine, jetzt gerade hätte Daimler so langsam die letzten Büros da drin geschlossen. Ich hoffe, der Stern bleibt noch lange drauf, aber die ziehen ja gerade in verschiedene andere Headquarter-Bereiche. Heißt, Ende der 80er Jahre hat man die gesamte Verwaltung aus Untertürkheim wegbringen wollen, mit Vorstand, mit allem, nach Möhringen. Parallel hat man, weil die Entwicklung von Daimler-Benz war immer Untertürkheim. Untertürkheim war immer die Entwicklung. Deswegen ist dort ja auch diese Einfahrbahn. Weil man konnte halt erproben, konnte direkt rausfahren, testen und fertig. Und nur das Design, die Stilistik hieß die ja früher bei Daimler, die war eigentlich schon relativ früh in Sindelfingen. Ich glaube, weil einfach die Aufbauerprobung, weil Stilistik gehörte immer zum Aufbau bei Daimler in den 70er Jahren. Das heißt, diese Crash-Forschung, Bella Bareni und so weiter und so fort, das hat alles in Sindelfingen auf einer Wiese neben dem Werk stattgefunden. Da haben sie die Dinger durch die Luft fliegen lassen, gegen Wände fahren lassen und keine Ahnung. Und da war die Karosserieerprobung, also musste dort auch die Stilistik sein. Und deswegen gab es immer schon in Sindelfingen das Design. Mhm. Also der Bruno Sacco, der kennt eigentlich nur Sindelfingen, ja. Und man hat dann aber angefangen später, ich weiß nicht, was die weiteren ersten Bereiche waren, aber man hat dann angefangen mit Möhringen halt die Auslagerung, Konkretisierung, dass die Entwicklung auch ein Stück weit nach Sindelfingen ausgelagert wird. Da gibt es ganz viele Gebäude, die halt gebaut wurden Anfang der 90er Jahre. Und deswegen, was ich damit sagen möchte, ist, hast du eine Zweiteilung der Entwicklungsmannschaft. Du hast die Untertürkheimer und du hast die Sindelfinger. Und die beiden natürlich ist auch ein bisschen, wer ist jetzt der coolere von beiden, heißt so, ja, es gibt schon ein bisschen eine Rivalität. Und das Ganze macht es natürlich nicht einfacher, wenn du sagst, hier, ich habe mal gerade ein Leuchtturmprojekt, ich habe eine fertige Limousine, hau mal den Motor vom neuen SL da rein und mach mal ein bisschen sportlicheres Fahrwerk, weil mehr war eigentlich gar nicht die Überlegung. Wir bauen eine Powerlimousine. Und das ging halt nicht. So, Porsche hat jetzt gerade dieses Jahr, das ist ja auch nochmal kurz das Cover hochhalten, das ist ja auch der Sinn und Zweck dieses Artikels mehr oder weniger, einfach eine Story zu erzählen von 90 Jahren Porsche Engineering. Denn dieses, wir haben es auch angesprochen, dieses Entwicklungsbüro, Porsche Konstruktionsbüro, das ist halt 90 Jahre jetzt alt. Und die haben so viele Geschichten zu erzählen, das ist Wahnsinn, was die alles gemacht haben. Also hat Daimler-Benz gesagt, gut, wir gehen zu den Kollegen, man kannte sich ja, entwickelt uns bitte mal ein Auto. Und jetzt muss ich gerade selber zitieren, damit ich das wirklich den Originalwortlaut nehme, weil das wäre sonst ein bisschen peinlich. Man hat nämlich einen Auftrag gegeben, die konstruktive und versuchstechnische Serienentwicklung einer W124-Limousine mit dem 326 PS starken 5-Liter V8 Vierventilmotor M119. Da ist er. Das ist der exakte... Der exakte Wortlaut. Ja, Porsche hat dann gesagt, ja, machen wir. Und hat das Ganze einfach profan Projekt 2758 oder 2758 genannt. Und das war's. So, dann hat man 300e-Limousinen genommen, hatte die Motoren aus dem Versuch von Daimler bekommen, weil wir reden jetzt vom Jahr, ich glaube März 88 wurde der Vertrag unterschrieben zur Entwicklung. Und der SL kam erst ein Jahr später raus. Heißt, diesen Motor gab es noch nicht offiziell. Also haben die Versuchsmotoren bekommen, haben die Fahrzeuge bekommen und haben wahrscheinlich auch direkt von vornherein bekommen, hier Achsen und sonst was, bastelt mal was nach dem Motto. Also hat Porsche gesagt, wir nehmen den Motor, wir nehmen die Karosserie und schauen uns erstmal die ganzen Platzverhältnisse an. Und jetzt im Nachhinein kann man das immer so einfach erzählen, aber wer schon mal ein Auto restauriert hat, sage ich mal, oder hat ein Auto umgebaut und hat da einen größeren Motor reingebaut, der eigentlich nicht da reingehört, der weiß, was für Schmerzen das sind. Und wenn du jetzt natürlich auch ein Serienauto bauen sollst mit NVH, heißt es heutzutage, sprich Schwingungsverhalten, Stabilität, Crash-Sicherheit war damals natürlich bei Daimler auch wichtig, aber es gab keine genormten Versuche in dem Sinne. Heißt, es war nur intern wichtig.
Ja, du musstest halt die Längsträger, also wenn du die Motorhaube öffnest, siehst du ja die Längsträger, wo die Achsen alles dran sind, die musstest du plötzlich verschmälern, verjüngen, weil der dicke V8 nicht reingepasst hat. Bedeutet war null dafür vorgesehen, ne? Genau, war nie so vorgesehen. Ja. Und bedeutet gleichzeitig, dass die schöne, sehr sichere W124 Limousine mit dem 300e, also mit 3 Liter Sechszylinder-Motor, theoretisch jetzt geschwächt wurde, crashmäßig, versteifungsmäßig, verschwingungstechnisch mäßig, und das natürlich nicht sinnvoll ist. Heißt, Porsche hat parallel hat den ganzen Vorderwagen umentwickeln müssen, hat dann den Hauptboden umentwickeln müssen, weil das Getriebe auch verstärkt war. Das kam ja aus der S-Klasse und das ist vom Gehäuseabmessungen, ist es deutlich größer als das vom 124er 3-Liter-Motor. Okay. Parallel dann auch noch hinten dran, das Differential ist auch noch mal größer. Das heißt, du redest jetzt mittlerweile vom gesamten Auto, weil ein Auto besteht, kann man sich das Lego vorstellen, ist immer ganz gut. Theoretisch kannst du sagen, ein Auto besteht aus Hauptboden, Bodenplatte quasi, Vorbau, Heckwagen. Und das alles müssen wir jetzt schon als Porsche anpassen, damit dieser Triebstrang da reinpasst. Jetzt hast du also den Motor da drin, du hast das Getriebe da drin, du hast das Differential da drin. Dann, ob es Vorgabe war oder nicht, das wird wahrscheinlich nie hundertprozentig herauskommen, es sei denn, du kriegst dieses Heft mal in die Hand, Projekt 2758, weil man hat dann halt die Achsen genommen vom SL. Und wahrscheinlich einfach, weil die für die hohe Geschwindigkeit ausgelegt waren. Weil bei Mercedes gab es ein einziges Auto zu der Zeit, was 250 fuhr, und das war der 560 SEL. Die schwere, dicke, lange Limousine. Mhm. Ja? Und der fuhr halt geradeaus super, 250, und war auch abgeregelt übrigens bei 250 schon, 1987. Und der SL, der 129er, R129, war halt der erste Wagen, der von vornherein auf diesem 5-Liter V8 entwickelt wurde. 250 abgeregelt fahren sollte und eben ein Sportwagen sein sollte. Ja, also viel mehr Sportwagen als der 107er ist er ja auch. Wer beide mal gefahren ist, weiß, dass der 129er schon ein sehr anständiges sportliches Fahrzeug ist. Gerade für damalige Verhältnisse. Also musste man die Achsen nehmen. Und jetzt kommt auch schon der Punkt, wo man feststellt, okay, wir haben jetzt die Achsen, die passen aber eigentlich gar nicht in die Karosserie, weil die Spur und die Räder natürlich viel, viel breiter sind. Wir müssen also hinten und vorne die Karosserie verändern. Jetzt haben wir mittlerweile also die ganze Karosserie verändert. Und nehmen also die 129er Achsen vom 500 SL, nehmen den Motor, das Getriebe, das Differential und haben jetzt von der ehemaligen Karosserie eigentlich fast gar nichts mehr. Weil parallel dieser neue Motor nämlich, weil der 5-Liter-Motor, der wurde im SL seinerzeit angeboten mit einer KE Jetronic. Kennt man vielleicht als Mercedes-Fahrer, auch als Porsche-Fan. Das ist dann immer so ein Mengenteiler, wo so oben ganz viele Käbelchen rauskommen, die Kraftstoffleitungen. Und im Endeffekt KE, kontinuierlich elektronisch. Das heißt, das Ding, da dreht sich ständig innen drin eine Verteilmaschinerie, die ständig den Kraftstoff kontinuierlich einspritzt. Und der Motor öffnet und saugt sich halt seinen Kraftstoff raus. Und das E ist eigentlich nur die Abgasregelung, Lambda-Steuerung für den Cut. Und diese altmodische Technik, sagen wir mal, hat der SL, der 500 SL, zur Markteinführung mitgebracht. Der 500e allerdings sollte von vornherein die nächste Ausbaustufe bekommen, nämlich die LH Jettronic. Das ist dann ein, ich meine, Heißfilm-Luftmassenmesser, so heißt das Ding. Und das ist CAN-Bus gesteuert. Das heißt, wir haben jetzt diesen 300e Stand 85 plus die Stand 89 Technik vom SL plus die Zukunftstechnik, nämlich eine CAN-Bus Motorsteuerung. Und das alles hat Mercedes dann einfach mal abgeladen in Weissach und hat gesagt, hier, Freunde, macht. Ihr könnt das doch. Genau. Ihr seid doch fähig, dann zeig mal. Genau. Ja. Also muss ich es echt mal vorstellen, die Dimensionen, weil wir reden da wirklich nicht einfach mal, ich hau mal einen V8 da rein, mache ein bisschen dicke Backen und dann ist der Wagen fertig, sondern das war wirklich ein komplett neues Auto. Also ich habe mich mit dem, also vielen Dank an der Stelle nochmal vorab auch an das Porsche-Archiv und das Daimler-Archiv, Mercedes-Benz Classic, denn es gibt schon sehr spannende Informationen von der Seite, sagen wir mal. Und mittlerweile muss man auch gestehen, also wenn man sich wirklich die Mühe macht, mal das Internet zu durchforsten, auch Clubzeitschriften sich anzugucken, alte und neuere Artikel, also es gibt schon sehr viel mittlerweile zum 500e. Ich habe halt versucht, wirklich mit Vorgabe des Verlags natürlich von Porsche Classic, das mal sehr komprimiert zusammenzufahren, dass man wirklich mal sieht, wie ist das so entstanden. Ja?
Und wir beide reden jetzt ja auch nicht nur 5 Minuten darüber, weil das ist halt schon eine größere Story, wenn man mal alles beleuchten möchte. Also es ist mehr als nur Spritzwand nach hinten verlegen, was meistens in Artikeln immer steht. Ne? Genau, genau. Ja, da steht dann Spritzwand drin, nach hinten verlegt, breitere Kotflügel, Achsen vom R129, so und ab ging die wilde Fahrt. Nee, das war, genau. Da war schon mehr hinter. Ne? Genau, genau. Ja. Also wir reden ja auch nur von der versuchstechnischen Entwicklung, sagen wir mal. Also dass du das Fahrzeug entwickeln sollst und erproben sollst und dann wird das quasi rübergeworfen. Hier ist euer fertiges Projekt, viel Spaß damit. Und Porsche wäre nie irgendwo aufgetaucht. Mhm. Vielleicht später dann oder so, oder in der Pressemitteilung. Ich glaube, in der Pressemitteilung stand dann nur ganz kurz ein Satz irgendwie so drin, dass man sich mit den Abstimmungsarbeiten irgendwie... über den Weg gelaufen ist. Über den Weg gelaufen ist. Bei der Cafeteria hat man sich mal getroffen und mal kurz drüber gesprochen. Kannst du mal eine Runde fahren, Josef? Ja. Also, wir haben jetzt einen 300e. Der hat jetzt einen komplett neuen Vorbau, weil er auch diese CAN-Bus-Technik aufnehmen muss, weil jeder weiß, dass der Wagen die Batterie ja nicht mehr vorne links hat. Bei Mercedes war das früher üblich. Ich meine, jeder Mercedes hatte das, bis eben zum Thema 129 und 500e, dass die Batterie Beifahrerseite, Motorraum hinten an der Spritzwand liegt oder montiert ist. Und dort ist aber jetzt ein CAN-Bus-Kasten, weil der 500e war eben der erste Mercedes mit wirklich vielen Steuergeräten. Und da hat er jetzt Technik vorweggenommen vom W140, von der neuen dicken S-Klasse, weil die war der allererste Mercedes, die quasi aus heutigen Maßstäben natürlich nicht durchgängig, aber für damalige Verhältnisse vollständig CAN-Bus gesteuert war. Also wirklich Wahnsinn. Ein fahrendes Raumschiff. Ist er ja eigentlich auch heute noch. Ist er noch, ja. Genau. Und dann kommen wir eigentlich jetzt zu dem Thema nämlich, weil dann, ich habe es ja eben gerade salopp gesagt, Porsche hätte dann quasi den Wagen irgendwann fertig entwickelt und hätte dann gesagt, hier ist euer Auto, viel Spaß. Man hat aber im Zuge dieser ganzen Karosseriemodifikationen hat man dann festgestellt, durch eben die breitere Spur, weil ich ja eine TÜV-konforme Zulassung haben möchte, muss ich also den Radbereich komplett abdecken. Man sagt immer, so habe ich mir das mal irgendwann mal gemerkt, nicht, dass TÜV-Prüfer jetzt draußen oder Ingenieure mich dafür kreuzigen, irgendwie 10 bis 2, glaube ich ungefähr, ist so der Bereich, also wenn du dir eine Uhr vorstellst, der Radlaufbereich, wo das Rad abgedeckt sein muss. Okay. So ungefähr. Okay. Und heißt also, da muss das Rad abgedeckt sein, das rollende Rad. Deswegen muss der Kotflügel bei einem Serienauto, damals war das ein bisschen härter ausgelegt anscheinend als heute, abgedeckt sein. Und deswegen muss diese breite Spur auch wirklich von der Karosserie, Haube, sprich dem Kotflügel, überdeckt sein. Und dann kommen wir eben zu den sagenhaften 5,6 Zentimetern, witzigerweise, die das Auto halt breiter wurde durch die neuen Kotflügel. So, jetzt sagt man immer so salopp, ja, wegen diesen Kotflügeln passte der nicht bei Daimler in den Rohbau. Das muss man sich vorstellen, jeder, der schon mal ein Autowerk gesehen hat, ist, da ist eine Rohkarosserie, die wird zusammengebraten aus allen möglichen Blechteilen von Robotern zusammengesteckt, und ist aber komplett fertig, sprich alle Hang-on-Parts nennt man das, also Motorhaube, Heckdeckel, Kotflügel, Türen, hängen in der Karosserie drin, weil der nächste Schritt nach der Rohbaufertigung ist, die geht in die galvanische Behandlung und später Lackierung. Bei Daimler war das Problem allerdings wirklich, dass diese 5,6 cm mehr Fahrzeugbreite durch die vorderen Kotflügel, da passte er nicht durch diese Maschinerie durch. Also er hätte wahrscheinlich durchgepasst, aber du brauchst halt immer einen gewissen Puffer zwischen Roboter, Fahrstraße und dieser Rohkarosserie. Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, dann hätten sie halt den Wagen da durchschieben können, hätten dann die Kotflügel aufgeschraubt und ihnen dann die Lackierung geschickt. Hätte man natürlich machen können. Jetzt musst du bedenken, so grob über den Daumen gepeilt, 1990 wurden in Sindelfingen 1000 W124 am Tag hergestellt und geplant war ursprünglich, meine ich, mit 10 500e. Das heißt, du hättest jetzt diese 1000, hättest du immer wieder mal jede Stunde, hättest du kurz einhändisch ausschleusen müssen, Kotflügel ran, wieder händisch reinschleusen müssen. Und das ist jetzt nur die Perlenkette von der Rohbaufertigung. Du musst bedenken, parallel war das damals alles schon EDV gesteuert, weil es gibt ja auch bei Mercedes immer früher diese Blechlochkarte auf der Kühlertraverse. Ja. Und da drin steht ja, wo geht der Wagen hin? Also wer ist der Besitzer quasi? Welche Sonderausstattungscodes hat der Wagen? Welche Lackierung und so weiter? Und das dann in so eine damalige EDV-Anlage wieder einzuschleusen, ich glaube, das war auch gar nicht möglich. Ist auch heute nicht möglich. Also ist auch heute ein riesen Aufwand. Ich habe das mit Alpina gehört bei BMW. Ja. Die lassen ihre Autos da auch am Band an. Er sagt, das ist ein Riesenterz für die, dass die das rechtzeitig irgendwo hinliefern. Ne? Ja. Also das. Das ist halt den quasi Geburtsstunden des 500Es. Denn hat nämlich jetzt festgestellt, jetzt kommen wir nämlich zu dem ganz großen Bogen zurück zu Porsche. Also richtig nach Zuffenhausen. Man hat es festgestellt, okay, eigentlich können wir den gar nicht fertigen. Andererseits rechnen wir so ungefähr mit 10 Autos am Tag.
die Lifecycle nennt man das, also der Lebenszeitraum von circa Ende 90 bis, ich glaube, es war von vornherein geplant, ungefähr 95, waren dann maximal knapp 5000 Autos. So hat man mal grob kalkuliert. Und dann eben gerechnet 1124er pro Werktag. Heute hat Baden-Württemberg im Schnitt so 220 Werktage. Also kann man sich hochrechnen. Wahrscheinlich war dann, ich weiß es nicht, ich habe es nicht nachgeschaut, aber wahrscheinlich waren locker 200.000 124er pro Jahr das Minimum, was sie hergestellt haben. Mhm. Und denen jetzt halt für diese paar, ja, Prollautos an Stören anzuhalten, das hat man halt nicht möglich gesehen. Ja. Ja, Porsche, du hast es anfänglich gesagt, hatte finanziell damals natürlich definitiv Probleme. Hat aber gleichzeitig natürlich immer ans Überleben gedacht und gekämpft dafür und hat 1988 das Werk 5, das ist, wenn man nach Zuffenhausen reinfährt, sieht man oben so eine riesen, wie nennt man das, so ein Förderband, so ein Glaskanal, wo die Karosserien durchwandern. Mhm. Und da hat man nämlich eine hochmoderne, super flexible Karosseriefertigung damals aufgemacht und dort ab 88 alle 911er produziert zum Beispiel. Mhm. Ich meine, 928 wäre da auch durchgelaufen. Und plötzlich war der Reuterbau leer, weil der Reuterbau, da wurden die 959 ja gefertigt, den über Porsche, das heute noch wahnsinnige technische Wunderwerk. Und der lief ja auch irgendwie Anfang 88, Mitte 88 aus. Also der Reuterbau war leer. Parallel der Rösslebau, den kennt man ja auch. Da wurden auch die 911er normal gefertigt. Der war jetzt auch leer durch das neue Werk 5, durch diese ganz moderne Karosseriefertigung. Heißt, Porsche hatte wirklich einen Leerstand, brauchte Geld, hatte die Möglichkeiten, hat sowas vorher schon mal hier und da gemacht, unterm Radar. Also hat Mercedes gesagt, dann baut doch ihr unser Auto. So, und dann hat man sich überlegt, okay, dann hat man die Planungen quasi erweitert. Die Entwicklungsarbeit war ja jetzt mehr oder weniger, dem wir ganz kurz abgewatscht, kann man sagen, war ja mehr oder weniger jetzt gegessen. Wie fertigen wir jetzt so ein Auto? Und da wurde dann überlegt, okay, Daimler möchte natürlich trotzdem noch so, heute würde man sagen, die produktprägenden Eigenschaften, die möchten wir im Hause behalten. Ja? Mhm. Weil Daimler-Benz war damals natürlich ja deutlich hochtrabender, würde ich jetzt sagen, als heute Daimler. Heute muss man ja auch schon so ein bisschen aufpassen auf die Wortwahl. Aber damals, so Werner Niefer, wer ihn kennt, wer Bilder kennt, Videos kennt, das war jetzt ein richtiger schwäbischer Geschäftsmann, der hat sich ja nicht einfach alles aus den Händen nehmen lassen. Mhm. Heißt, es wurde dann wahrscheinlich auch aus Einfachheitsgründen, man muss ja immer abwägen. Wir haben jetzt gerade über die Produktion gesprochen, jetzt haben wir eine Lackierung. Ja? Und ich meine damals, ich habe den Katalog sogar hier, brauchen gar nicht schätzen, da. Ja, Feuer und Seide, Feuer ich habe den auch Seide. Irgendwo noch. Ja. Hast du, glaube ich, auch noch, ne? Ja, habe ich auch noch, ja. Weil hier steht nämlich, hier ist es nämlich, wir haben mal eben 14 verschiedene Farben, die wir das Auto bestellen können. Lustig, dass eigentlich nur blau-schwarz-metallic übrig bleibt, 199, oder? Wenn man ja, die Autos sieht, ist die meisten also genau. Sind blau-schwarz-metallic. Ich hab, glaube ich, noch nie einen gesehen in Beryl. Das hat diese komische giftgrüne Farbe. Aber gut, man hat sie eigentlich bekommen können. Heißt, du hast alle Farben bekommen vom W124. Ein 200D hatte die gleichen Farbauswahl wie der 500E, um ihn einfach in diese Serie rein zu integrieren. Jetzt hättest du also diese ganzen Farben händisch bei Porsche auftragen können, was noch mehr Zeit, noch mehr Kosten verursacht hätte. Oder man hätte gesagt, die Lackierung passt der Wagen auf jeden Fall, da laufen ja auch S-Klassen durch. Mhm. Also nehmen wir den Wagen die Lackierung zurück nach Sindelfingen. Aber bauen können wir eigentlich auch nicht, weil dann haben wir das gleiche Problem wieder. Wir bauen am Tag locker 1000 Mittelklassefahrzeuge und 10 von den Sport-Mercedes, den dicken. Können wir nicht machen. Also hat man dann überlegt, dann geht er wieder zu Porsche. Dann sagt man aber, okay, gut, ein Porsche baut dann den Mercedes und fertig ist er dann bei Porsche. Das kann ja auch nicht sein. Also muss er wieder zurück zu Mercedes, um da eine Endkontrolle durchzulaufen zu lassen. Heißt also, im Endeffekt, das ist wirklich die Wahrheit, weil es gibt ja dazu tausende Geschichten immer so, denn der wurde da gebaut und hier gebaut. Die Wahrheit ist, ja, Leute, die Wahrheit ist, Porsche hat angelieferte Rohbauteile bekommen, ein Vorbaustück, also einen Würfel, den Hauptboden, den Heckwagen, Seitenwände, Dach und Klappen und Türen und hat dann jeden Vorbau händisch mit den angepassten Bauteilen komplettiert. Ich weiß gar nicht, wie die genau heißen. Die heißen meistens so Rigs oder sowas, so Metallgestangen, wo die ganzen Blechbauteile zusammengespannt werden. Dann steht da ein Werker und schweißt von Hand den Vorbau zusammen. Der Unterboden, der wurde modifiziert, der Heckwagen wurde modifiziert.
Dann hat man das zusammengesteckt, hat die von Sindelfingen angelieferten Seitenbände daran gemacht, die dann auch händisch am Heckkotflügel verbreitert wurden von Porsche-Werkern. Ja, also es sind Serienseitenbände, die jedes Mal händisch verbreitert wurden. Bei circa 10 Autos, wie die Planung war pro Tag, ist es ja durchaus machbar, ist ja kein großes Problem. So, dann hat man diese ganze Rohkarosserie in Stuttgart-Zuffenhausen im Reuterbau zusammengebraten, wo auch vorher der 959 gebaut wurde, wo die ganze Firma Porsche quasi entstanden ist. Reuter, kennt man ja, die Reuter-Karosserie vom 356, hat dann diese Karosserie genommen, auf einen LKW geladen und es passten nur 4 Stück auf den LKW und hat die dann rausgefahren nach Sindelfingen. In Sindelfingen wurde diese Karosserie eingeschleust in den typischen Behandlungsprozess, chemisch vorbereiten, Tauchgrundlackierung, dann in der bestellten Lackierung, Einbrennofen, hat das Ganze dann wieder verpackt, hat wieder das Ganze zurückgeschickt nach Zuffenhausen, wieder nur 4 Karosserien pro LKW. Also man muss sich den Verkehr auch mal vorstellen, der durch die Gegend gefahren ist dann mit so Karosserien, jeden Tag wohlgemerkt. Dann ging der Wagen, also die Rohkarosserie, in den Rösslebau, 2-etagig. Und im Rösslebau bei Porsche gab es dann bis zu 20 Stationen, je nachdem, was der Kunde halt bestellt hat. Weil es gab ja auch durchaus Sonderausstattungen für den 500e. Und dann wurde er dort komplettiert. Die Teile mussten ja auch hingeliefert werden, ne? Ja, also wenn du Reiserechner oder irgendwelche Ledersitze, Stoffsitze, alles Mögliche, das musste ja da alles auch noch hingeliefert werden, ne? Genau, weil die Sitze wurden natürlich bei Mercedes gefertigt. Mercedes hat damals alle Sitze in Sindelfingen selber gefertigt. Das waren handgefertigte Sitze. Ein 200D mit Stoffsitz hat einen besseren Sitz, kann man sagen, als heute ein E350, E400, ja, unter Umständen, weil die Sitze halt zugeliefert werden in der heutigen Zeit. Mhm. Und die Sitze damals wurden alle in-house gefertigt, weil es einfach günstiger war mit den ganzen verschiedenen Polstermustern. Das ist nämlich der nächste Punkt. Das ist auch ganz kurz vielleicht mal so eine Dimension. Es gab serienmäßig 5 Stoffleder, also Teilleder, wirklich Echtleder, Varianten oder eben 5 Vollledervarianten. Und das Ganze kennt man ja, damals waren auch die Autos innen drin dann mehrfarbig. Heißt, die Türverkleidung war dann zum Beispiel grau und nicht schwarz mit irgendwie einem grauen Stückchen innen drin, sondern die war komplett grau. Und die Instrumententafel war unten komplett farbig, die Mittelkonsole war farbig, der Dachhimmel war farbig. Heißt, du hast ein Designio-Auto nach heutigen Maßstäben serienmäßig bekommen, wenn du was anderes außer schwarz bestellt hast. Ja. Und diese ganzen Teile, genau, das weiß ich allerdings jetzt nicht, muss ich sagen, ob die dann in Sindelfingen quasi angeliefert wurden und dann verpackt wurden nach Zuffenhausen oder ob der Zulieferer, weiß ich was, 123, hat dann das Teil nach Sindelfingen geliefert und hat das gleiche Teil direkt auch nach Zuffenhausen geroutet. Das weiß ich jetzt nicht. Ja. Das muss man sich auch überlegen. Zulieferei, weil so Zulieferparks, wie man das heute kennt bei großen Fabriken, das gab es damals ja nicht. Also da war auf der Schwäbischen Alb irgendeiner, der hat dann vielleicht die Rollo-Box für die Mittelkonsole hergestellt, ja. Oder es gab die Firma Siedler, die hat den Kombihebel, den Blinkerhebel hergestellt, den Innenspiegel, die Rücklichter und weiß der Geier was alles, Steuergeräte. Die gibt es leider heute nicht mehr, die Firma. Und die musste dann halt eben nicht nur nach Sindelfingen liefern, sondern plötzlich auch nach Zuffenhausen. Das ist definitiv ein Aufwand. Hm. So, dann wurde der Wagen im Rösslebau auf 2 Etagen mit bis zu 20 Stationen gefertigt und war eigentlich fertig, war Endkontrolle. Aber Daimler hat natürlich gesagt, ganz klar, erstmal wollen wir den Wagen bei uns in die Prozesskette reinbekommen, weil es gab bei Mercedes immer schon. Ich glaube, die einzigen beiden Hersteller, die das immer eigentlich gemacht haben, Fahrzeuge, die man als Kunde selber abholen kann, ist Daimler-Benz und Porsche. Weil den allerersten Porsche, der allererste Porsche wurde ja sogar abgeholt. Da gab es ja gerade letztes Jahr, meine ich, so eine Pressemitteilung. Da gab es ja so einen Nervenarzt, der den... Erste Werksauslieferung. Ich habe da mit dem Frank Jung was zugemacht. Genau, genau. Das ist halt super spannend. Und bei Daimler konnte man auch schon in den 30er Jahren die Autos abholen. Also es war halt einfach üblich. Und der clevere Kunde macht das ja heute sogar noch, weil du hast ja heute noch bei manchen Baureihen 0 Euro. Du kannst ihn kostenlos abholen und bekommst dann noch kostenlos einen Kaffee und ein Käsebrötchen. Das sollte also, man machen. Ne? Geschenkt, ja. Wobei, bei den heutigen Spritpreisen kannst du überlegen, ab 100 Kilometer Lieferung ist es dann schon teurer, das Ding selber abzuholen und zu fahren. Ja, das kann sein, mit Mietwagen und hin und her und so weiter, ja. Das stimmt schon.
Nee, aber damals war das halt schon so irgendwie üblich, dass viele Kunden die Autos abgeholt haben. Das heißt, diese Werksübernahme des Autos ist schon damals schon ein Heiligtum gewesen. Und wir reden ja von vor über 30 Jahren. Das heißt, Daimler hat ganz klar gesagt, der muss bei uns nochmal eine Endkontrolle bekommen, mit diesem typischen Sticker in die Frontscheibe. Das wollen wir schon machen. So, dieses Ganze, was ich gerade erzählt habe, bedeutet, dass pro 500e circa 18 Tage, eher plus, nicht minus, notwendig waren, um eben von dem ersten angelieferten Blech, Buntblech gepressten Bauteil bis zu einem schönen, farbigen, farbereiten 500e 18 Tage vergangen sind. Also, Teilanlieferung Zuffenhausen, Rohbaufertigung Zuffenhausen, LKW nach Sindelfingen, Lackierung Sindelfingen, Sindelfingen zurück nach Zuffenhausen, jetzt Rösslebau, Komplettmontage des ganzen Fahrzeugs, fertiges Auto, ab nach Sindelfingen, Sindelfingen aufs Band, nochmal alles gecheckt nach Daimler-Maßstäben, Endkontrolle, Auslieferung oder auf den Zug nach Bremerhaven. Und ich glaube, unglaublich, das Ganze nur noch einmal bei einem Serienauto, was noch ausgefallener war, den kennst du hundertprozentig auch, den Cadillac Alante. Das ist so ein eckiger 129er SL-Verschnitt von Cadillac, so ein Coupé-Roadster. Ja. Und ich meine, das war Pininfarina. Und die haben in Italien ein Werk gehabt, wo sie die Rohkarossen hergestellt haben. Dann wurde ein Boeing wurde umgebaut, wo x Karosserien reinpassten. Und dann wurde von Milano die Maschine rübergeflogen nach Detroit. Und dort wurde der Alante mit dem Fahrgestell verheiratet fertiggestellt. Ernsthaft? Also das ist das Krasseste, was es jemals gab. Aber auch beim 500e hat sich es natürlich schon im Preis wieder gespiegelt, ne? Absolut. Der ist ja, wenn man das sieht, also es gab der 300e war ja bis dahin die größte Variante und der 500e hat mal eben das Doppelte gekostet. Ja, ich meine der, also ich weiß es, weil ich habe ja selber einen 300 SE W126, der 1988 ausgeliefert wurde und ich meine 60 oder 64.000 D-Mark hat der Wagen nackt ohne Ausstattung gekostet. Also ein 300e war drunter 1988, wahrscheinlich 58.000 Mark oder sowas. Mhm. Wenn der 300 SE 64 war. Und du hast es gesagt, der 500e war 1991 oder 1990 in Paris, war Weltpremiere, Oktober 1990, 134.000 Mark, glaube ich. Ne? Steht es nicht im Prospekt drin? Nee, das ist. Es steht in dem Artikel natürlich drin. Natürlich, aber das ist, wir können ja nicht alles verraten, man muss ja auch noch ein bisschen was. 134.520 D-Mark. 134.000 Mark, das musst du dir mal vorstellen, oder? Das ist schon. Das Wichtigste ist ja eigentlich auch, also man kann, wir haben jetzt noch nicht mal die Hälfte eigentlich erzählt von dem Ganzen, ja. Also geplant waren ursprünglich 10 Autos am Tag. Das Adam Riese komme irgendwo bei 5.000 Autos dann raus, wenn du sagst, wir wollen von Ende 1990 bis irgendwo 94, 95 produzieren, weil die neue E-Klasse mit dem runden, dein Auto quasi, der W210, der war ja angepeilt für 94, 95. Der kam meiner Kenntnis nach komplett in dem normalen Radius, wo er kommen soll. Und der 500e war auch so geplant, dass der in Paris 1990 stehen soll. Also es ging ja dann plötzlich auch, weil man gesagt hat, hier, ihr konstruiert unser Auto in Weissach und wir machen den ganzen Rest quasi. Und das Witzige ist auch, also Porsche ist eigentlich auch der komplette, sagen wir mal, Erfinder von dem Auto. Der Gedanke war bei Mercedes, bei Daimler-Benz ist er gereift, aber der komplette Kreativpart, sage ich jetzt mal, der hat in Zuffenhausen bzw. Weissach stattgefunden. Mhm. Und das Einzige, was bei Daimler geblieben ist, ist die Stilistik und die Dauerfahrerprobung, also der Dauerlauf. Das heißt, alle fahrdynamischen Geschichten, Bremse, Fahrwerk, Beschleunigung, Motorauslegung, Kennlinien, komplett Weissach. Und Bruno Sacco war dann halt derjenige, der gesagt hat, nee, nee, wir machen da gar keinen Shishi, weil der Wagen hat ja gar keinen Shishi. Der hat nur breite Kotflügel, dadurch sieht er ein bisschen verwegener aus. Mhm. Ansonsten hat der nicht mal eine Spoiler-Abrisskante, der hat da gar nichts. Nee, unglaublich. Aber da sieht man mal, wie aerodynamisch ausgereift eigentlich die Karosserie war. Ne? Ja. So, also vorne hat er natürlich eine Schürze, wo auch die Nebellichter drin sind. Ne? So, genau. Die Scheinwerfer sind runtergewandert, was die Hauptscheinwerfer übrigens jetzt auf dem Gebrauchtmarkt sehr, sehr teuer macht. Wenn man sie überhaupt noch kriegt. Also das sind wirklich handverlesene Teile. Aber der 500e, auch hinten die Sitzanlage, das sind ja nur zwei Einzelsitze. Und das ist ja auch diesem Platzproblem geschuldet. Ne? Also da ist ja dann das Differential und so. Und der Kofferraum, was du sagtest mit der Batterie, also ist wirklich jedes Teil angefasst. Und eigentlich ist das ein Manufakturauto. Ne?
Korrekt. Also du hast gerade die wichtigsten Punkte auch schon mal angesagt, weil das sind diese ganzen Nuancen, die wir jetzt noch gar nicht beleuchtet haben. Mhm. Also die Stilistik und eben natürlich die Aerodynamik lag bei Daimler, heißt, das war dann schon der Daimler-Feinschliff. Spannend wäre jetzt gewesen, wenn man gesagt hätte, der sehr gute W124, weil ich meine, der kam als 200D, kam der auch schon auf 030. Ja, ein absolut... Also es war ein super windschnittiges, sehr gutes Auto 1985. Und der 500E mit den minimal breiteren Reifen, also was heißt minimal, der 200D lief auf 185er Reifen, aus heutiger Sicht halt wirklich Trennscheiben, ja, also ganz kleine Fahrradreifen. Und der 500E auf wahnsinnigen 225er Reifen damals. Mhm. Waren sehr breite Reifen, 16 Zoll, die sogenannten Niederquerschnittbreitreifen. Wenn du dir heute anguckst, ist, ich glaube, jeder Polo hat solche Reifen heute. Beim Golf kriegst du 19 Zoll Räder, ne? Genau. Und ist es schon sagenhaft, was da Mercedes rausgeholt hat, denn der 500e hat 0,32 als CW-Wert, weil die Stirnfläche ist ja nur minimal angewachsen durch die breiten Reifen und die breiteren Kotflügel. Der Rest ist ja komplett sehr klein. Wenn man heute so ein W124 sieht, dann ist es ja auch schon ein sehr zierliches Auto eigentlich, wenn der so auf dem Straßenbild irgendwo rumsteht. Und spannend wäre es halt gewesen, was Porsche aus dem Auto gemacht hätte, denn ich habe jetzt vor Augen direkt so 959 Gruppe B. Dieses krasse Auto da, dieses weiße, der sieht ja heute noch aus wie aus der Zukunft. Das ist ja so ein formschönes, super krasses Auto. Und das war ja auch eine Aerodynamikstudie eigentlich am Anfang. Und das wäre schon spannend gewesen, wenn die ein bisschen Mäden machen dürfen. Und der Herr Sacco hätte schweigen müssen, weil ich glaube schon, dass der Wagen noch ein bisschen mehr Verkleidungen bekommen hätte. Das kann sein, aber ich bin ja gerade eigentlich genau deshalb Fan davon, dass der so toll ist und auch ich meine, wird ja auch bei 250 abgeregelt und das verträgt die Karosserie leicht. Ich habe übrigens mit dem Rüdiger Faul einen Podcast aufgenommen, ist schon aufgenommen, erscheint demnächst. Also, und da hört man auch noch ein bisschen was zur Aerodynamik vom 124er. Oh, sehr spannend. Es gab wilde Diskussionen zwischen ihm und Bruno Sacco, der das Heck viel tiefer haben wollte. Und erst im Windkanal hat sich ergeben, dass da nochmal, glaube ich, 80 Millimeter der Kofferraum höher sein musste, damit er aerodynamisch so extrem gut ist, wie er dann geworden ist. Ja, da kann man jetzt auch wieder Sachen erzählen. Also ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, Chronist. Ja. Wenn du dir die alten Armaturen Sport und Mod, gab es ja früher noch, meine Lieblingszeitschrift, die leider gibt es ja nicht mehr, Mod, M-O-T, wo so extrem gute Journalisten gearbeitet haben, die so tief auch reingegangen sind, dass du wirklich alles verstanden hast, wenn du so einen Artikel gelesen hast. Mhm. Denn der W126 war ja der erste Mercedes mit einem sehr großen Heckdeckel, sagen wir mal. Der kam ja auch sehr hoch für damalige Verhältnisse. Und da gab es Leserzuschriften, Elefantenarsch und sowas, wurde dieses Heck tituliert. Das heißt, man war schon ein Stück weit natürlich ja aufgeschreckt irgendwo bei Daimler-Benz. Und dann kam der 190er, der ja wirklich aus dem Windkanal kam. Das sieht man mit dem Diamantenschliff da hinten. Dann der 124er ist ja eigentlich schon entschärft im Vergleich zum 190er, würde ich sagen, optisch. Jetzt sagst du es natürlich mit den 80 Millimetern. Das ist ja eine Wahnsinnsgeschichte. Also, das ist richtig viel. Ja, ja, genau. Ist schon ordentlich. Ja, ja. Und der hat ja auch, wenn man so will, eine ganz leichte Abrisskante, der 124er da hinten. Ne? Ja, ja, und wenn du die Seitenlinie anguckst, geht der ja wirklich so steil hoch eigentlich. Genau. Ne? Und hinten an der Scheibe kann man sehen, da ist der Seitenrahmen von der Scheibe, der geht dann doch relativ krass hoch. Und der hätte bei Bruno Sacco, glaube ich, gerade gehen sollen. Ja, und jetzt gab es ja damals, Brabus hat das zum Beispiel gemacht. Und das sagt, glaube ich, der Kollege Goffries auch. Man hat ja damals für den 124er ein Aerodynamik-Kit entwickelt. Man hat das bei Daimler sogar im Windkanal getestet und war besser als Daimler und hat wirklich noch Vorteile mit Auftrieb, Abtrieb und so weiter fürs Fahrzeug, fürs Fahrverhalten quasi gebracht. Und ich glaube, das war so ein bisschen der Punkt nach dem Sport-Mercedes, dem 16V 190er, dass man einfach gesagt hat, wir machen ein bisschen Understatement. Wie du es ja auch gerade gesagt hast, die Kundschaft ist eher gewillt, Understatement zu haben. Man hat den Motor und der Nerz ist innen. Ja, ganz im Gegensatz zu heute übrigens, ne? Ja. Heute, das ist ja das Verrückte, ich bin ja großer Fan davon, also ich bin auch den E34 M5, man erkennt das, dass es was Besonderes ist, auch an der Auspuffanlage und so, aber es sind eben nicht vier Auspuffrohre, sondern noch zwei und man kann den mit normalen Felgen fahren, also ohne die M5-Felgen und dann ist es schon schwer zu erkennen, finde ich. Ne? Wenn, ich kann sagen, den E34, du hast nur diese Turbo-Felge, die aber auch für viele Laien aussieht wie eine hässliche Radkappe. Ja, stimmt. Keiner weiß, wie schön die eigentlich ist, die Technik. Ja.
Und dann die zwei Endröhrchen links, genau, ja, vorne, ein Badge eventuell. Und ja, genau, und normales Auto. Weißt du, beim 500e konntest du auch das Schild hinten abmachen, genau. Und da erkennen das auch die wenigsten. Ja. Und heute, ich habe da immer mal gesagt, könnte man das nicht als extra machen, dass man sagt, wir kaufen AMG, so ein E63, aber ja, macht den komplett schlicht von außen. Ja. Und es wäre wahrscheinlich technisch unter großem Aufwand möglich. Ich meine, du weißt das besser. Der Aufwand ist immer. Ich kann es nur sagen, weil ich habe ja mal nach Halterbach gearbeitet. Ja. Und das, was ich sage, ist auch gar nicht geheim. Das kann man wissen, wenn man sich mit der Materie auseinandergesetzt hat. Denn das, was du gerade erzählt hast, das war durchaus immer schon mal ein Punkt. Mhm. Es gab das muss ich kurz überlegen, den W212, also die jetzt alte E-Klasse. Mhm. Ja. Der wurde modifiziert, also eine Mopf bekommen im Jahre 2013, genau. Das war nämlich der allererste mit den neuen LED-Scheinwerfern und so weiter. Und da ist dann der klassische Kühlergrill weggefallen vorne bei AMG, denn der E63 vor Mopf W212 ist zwar natürlich auch schon sehr im Sportanzug daherkommend, aber hat noch einen stehenden Stern, hat noch einen Chromkühlergrill und der ist zum Mopf weggefallen, den gab es nicht mehr. Parallel hast du unten noch diese Staubsauger-Stoßstange bekommen, wegen Radlaufkühler und Aerodynamik und. Weil diese Motoren brauchen halt wirklich wahnsinnig viel Kühlfläche. Und da hat man dann wirklich als Testballon, würde ich jetzt mal behaupten, der Kollege, der vielleicht zusieht, hier sieht es mir nach, und hat man ein Business-Paket angeboten. Meiner Kenntnis nach wurden da ganz knapp zweistellig Fahrzeuge ausgeliefert. Also sehr, sehr überschaubar, so ein Fahrzeug heute zu sehen. Ganz knapp zweistellig? Ja, von dem Business-Paket. Es gab eine Sonderausstattung, kaufe ein E63 Business-Paket. Ja. Der sieht so aus, leider konnte man mehr nicht machen. Das ist ein E63, ja, der hinten die Serien-AMG-Line-Heckschürze hat, mit diesen, ja, leicht ovalen Endrohrblenden. Keinen Typenschriftzug, glaube ich, auf den Kotflügeln auch nicht dieses E63, hat aber dennoch diese Ausbuchtung natürlich. Aber leider halt vorne komplett diese riesen Staubsaugerfront, die konnte man nicht wegmachen. Weil es nicht anders geht, okay. Ja. Genau, und hatte auch andere Endtöpfe. Also der war beim Anlassen nicht ganz so laut. Das war also eher von hinten in die Thematik 500e gehend. Also eher so ein bisschen mehr Business, deswegen Business-Paket. Okay. Das wurde nicht so aktiv vermarktet vielleicht vom Vertrieb, ich weiß es nicht. Jedenfalls wurde das sehr, sehr gering ausgeliefert. Das wurde auch nicht so aktiv angenommen. Oder nicht aktiv angenommen, das kann natürlich auch gut sein. Nee, ja. Mir wird tatsächlich immer gesagt, also ich bin großer Fan davon, von diesen Nerz-nach-innen-Autos. Und es wird immer gesagt, der Markt will es nicht mehr. Und wenn ich mir das jetzt angucke, also wie die Hersteller auftreten und wie die Showräume aussehen und wie die Autos aussehen, die nachher ausgeliefert werden mit Lufteinlässen, die dann Fake-Lufteinlässe sind und noch eine Verbreiterung, die man eigentlich auch nicht bräuchte und so. Ja, ich finde das gerade beim 500e so toll, dass jedes Teil eine Funktion hat, ne? und sinnvoll ist und nötig ist, um das so unterzubringen, wie es ist, unter riesen konstruktivem Aufwand. Und das ist heute, hat sich die Zeit geändert. Ich weiß nicht, ob es da nochmal zurückgeht oder so, aber ich glaube, es geht irgendwann davon. Aber das ist ein ganz guter Punkt. Das ist, bevor ich die beiden Punkte noch vergesse, also die muss ich jetzt nochmal nachschieben. Du hast ich habe dich unterbreche ja ständig hier. Nein, es ist ja ein Dialog und kein Monolog. Ja, bin ich gar nicht gewohnt, auf diesem Kanal gut, vergessen. Dazu sage ich jetzt mal nichts. Du hast natürlich auch richtig krasse Hochkaräter hier. Und ja, ich meine, wenn ich da ein Professor Fiala oder ein Professor Indra bin, die halt wirklich, keine Ahnung, quasi die Welt erfunden haben in ihren Bereichen, ja, die sind halt nicht gewohnt. Nein, darum geht es auch gar nicht. Da kann ich einfach gar nicht reingrätschen, weil was soll ich denen erzählen? Ja. Ich meine, dir kann ich auch wenig erzählen, aber ich bin ja froh, dass die so viel reden. Also, dass die aber so ganz viel wichtig, wir können vielleicht erstmal ganz kurz die Hosen so weit runterlassen. Du warst ja sogar mal 500e-Besitzer. Jetzt hauen wir mal schön die Neidkerbe rein. Nein, ich habe es tatsächlich mal gesagt, aber ich habe ihn günstig gekauft und auch günstig. Als Fähnchenhändler, ne? Ja, nicht ganz, aber von einer älteren Dame aus der Schweiz und die dachte, der Wagen wäre nicht so viel wert. Okay. Weil also ich habe viel mehr bezahlt. Eigentlich kann ich mal die Geschichte erzählen, weil das ist eigentlich das schlimmste Autoerlebnis für mich. Das Schönste war der Kauf. Das Schlimmste war, wie ich den Wagen losgeworden bin. Er ist mir nämlich geklaut worden, um es mal vorwegzunehmen, vor meiner Haustür. Und ich habe ihn gekauft bei einer älteren Dame in der Schweiz. Und die ist dann irgendwann, hat den Wagen gepflegt und gehegt und wollte dann irgendwann auf A-Klasse umsteigen, weil sie höher sitzen musste und dann nicht mehr reingekommen ist. Und die haben ihr 8.000 Euro geboten für den Wagen, für den 500e. Ah, nee, und ich war dann der große Retter. Und sie hat dann wahrscheinlich gedacht, jetzt haue ich den armen jungen Menschen da aus Deutschland übers Ohr, denn ich habe 12,5 bezahlt. Wahnsinn.
Es war also ein unglaublicher Kauf und ein unglaubliches Auto. Ein bisschen was musste ich reinstecken. Es waren so die üblichen Sachen. Motorkabelbaum, was ja immer leicht Problem ist übers Alter. Ja. Aber der hatte keinen Rost, der hatte nichts. Der Innenraum sah aus wie geleckt. Und der hatte, war einfach ein tolles Auto. Ich habe leider kein Gutachten machen lassen. Er hat mich dann auch sehr mit der Versicherung gestritten. Der ist nämlich schon 4 Monate später geklaut worden. Oder ich glaube 5 Monate später. Oh. Ich bin von München nach Hamburg gezogen. In München haben sie ihn noch stehen lassen. In Hamburg haben sie ihn gleich nach 3 Wochen mitgenommen. Und ich stand dann vorne morgens vorm leeren Parkplatz. Und es gab wirklich Stress mit der Versicherung. Das muss ich jetzt mal sagen, weil, wie gesagt, ich hatte kein Gutachten. Es gab dann so ein Ferngutachten auf Fotos, die ich hatte und Rechnungen und Zeugenaussagen von der Werkstatt, wo ich immer in seriösen Werkstätten war. Und danach hat der Gutachter gesagt, also eigentlich würde ich ihn auf 32.000 schätzen. Damals schon oder schon ein paar Jahre her. Mhm. Das wird die Versicherung nicht akzeptieren. Also 10.000 müssen wir da schon nochmal abziehen. Und da hat die Versicherung auch nochmal was abgezogen. Und dann gab es nochmal einen kurzen Streit. Aber ja, unterm Strich war es ein Riesenverlust. Ne? Weil das, was ich reingesteckt habe, habe ich kaum wiederbekommen. Und drin lag noch eine Fotoausrüstung. Also gut, jetzt schweifen wir schon wieder ab. Aber das war mein 500e-Erlebnis. Ja, also, aber seitdem geht mir der Wagen nicht aus dem Kopf. Der ist noch nicht, da ist noch nicht das letzte Kapitel gesprochen. Aber die sind ja preislich so entrückt leider. Ne? Ja. Also ganz kurz jetzt mal zu den technischen Merkmalen. Du hast ja gerade gesagt, vorhin die Nebelscheinwerfer, die sind in der Stoßstange. Ja. Das hat der Daimler nicht gemacht, weil er irgendwie Lust drauf hatte, sagen wir mal, sondern es ist so gekommen. Der Schwabe würde jetzt sagen, das ist so nah worre. Mhm. Ja. Du hast halt den kleinen 124er und jetzt machst du diese breitere Spur da rein. Das heißt, die Außenkanten, jetzt kann man das durch zwei teilen, das ist noch einfacher, also 5,6 Zentimeter mehr Fahrzeugbreite, jeweils zur Seite rausgerechnet, ja. Ist also schon ein ordentliches Wort. Der 124, wenn man davor steht, hatte er aus heutigen optischen Merkmalen eigentlich zu große Scheinwerfer, finde ich persönlich. Ja, das stimmt. Ist relativ schmal. Das stimmt. Ja? Das heißt also, und die Nebelscheinwerfer, Daimler war ja immer jemand, der Nebelscheinwerfer serienmäßig hatte. Ich weiß gar nicht, der Strich 8, Ende der 60er war der erste Mercedes, der es, glaube ich, immer serienmäßig hatte. Davor war noch so ein bisschen das bei den kleinen Mercedes Sonderausstattung. Das heißt, es war gewohnt, wir machen maximale Sicherheit, aktive Sicherheit mit viel Beleuchtung. Mhm. Jetzt hast du diese Nebelscheinwerfer sehr nah am Kühlergrill, machst aber eine mehr Fahrzeugbreite. Das heißt, der TÜV sagt, nee, Freunde, von der Fahrzeugbreite zur Scheinwerfermitte des Nebellichts darf ein gewisser Wert nicht unterschritten werden. Und der wird hier unterschritten. Das heißt, man musste entweder Nebellampen wegmachen. Es gibt keine Nebellampen im 500e. Okay. Ist wahrscheinlich irgendein Praktikant, wie immer mal, weil Praktikanten haben meistens die besten Ideen, hat gesagt, wir haben doch die Nebellampen, die neumodischen vom SL. Weil das sind exakt die gleichen vom 129er. Ah, okay. Und da hat man die 129er in diese Stoßfänger-Sache integriert, weil Porsche musste den Stoßfänger eh neu machen, weil der Daimler hat gesagt, er kriegt unten eine minimale Bespoilerung, Auftrieb, Verbesserung und er muss angepasst werden in die breiten Kotflügel. Aber da Porsche den ja eh entwickelt, machen die das mal in Weißach. Da hat wahrscheinlich dem ein Pärchen Nebellampen rübergeschickt und gesagt, mach mal. So, und jetzt wurde natürlich oben diese Funktion frei, weil du hast gerade gesagt, die Scheinwerfer sind sehr teuer. Eigentlich ist der Scheinwerfer der gleiche wie in der Mittelklasse. Allerdings hat er keine Nebelscheinwerfer da oben drin, sondern hat einen Fernlichtspot. Genau. Deswegen sind die auch die Original 500e-Lampen so leicht verchromt Klarglasoptik in diesem mittleren Scheinwerferbereich. Weil dort nochmal eine Doppellichthupe quasi integriert ist, mehr Fernlicht für das schnelle Autobahnauto, wo man eigentlich sagen könnte, wahrscheinlich ist der 500e der erste echte Autobahnkurier, den Daimler gebaut hat, weil den konnte man kaufen. Ja, das stimmt. So, das war der Punkt mit den Nebellampen. Also es war eine ganz einfache TÜV-Vorgabe, dass es gemacht werden musste, sonst wäre der Wagen nicht zulassungsfähig gewesen. Dann hast du gerade gesagt, die Sitzanlage ist ja auch eine andere wegen dem Differential. Das stimmt nämlich. Weil das Differential ist deutlich größer und verstärkt von diesem 500e-Wagen und brauchte deswegen mehr Bauraum in der Karosserie. Ich habe es ja gesagt, Heckwagen und Hauptboden ist geändert worden. Und wahrscheinlich, das weiß ich jetzt nicht, das ist einfach Mutmaßung, aber ich kenne die Firma ein bisschen, haben dann Ingenieure gesagt, mit diesem weniger Bauraum von dem mittleren Sitz im Fond, da können wir keinen Sitz einbauen, weil das waren, keine Ahnung, noch 2 Zentimeter Schaumstoff da möglich. Da hat man gesagt, wir machen da einfach einen sportlichen Viersitzer draus. Deswegen ist der 500e immer auch nur als Viersitzer zugelassen. Das hat nichts mit dem Gewicht zu tun, sonst irgendwie, sondern hauptsächlich damit, dass da kein Bauraum war für eine adäquate Bepolsterung des mittleren Sitzes. Und wahrscheinlich hat man dann damals gesagt, ja, es ist eigentlich auch unsportlich. Weil
der Daimler hat dort wirklich viel Geld versenkt in dem Auto, denn diese Einzelsitzcharakteristik da hinten und diese teure Wurzelnuss-Schublade da hinten in dem Mittelfach, das war ja nicht gerade mal eben so 10 Euro mehr pro Auto. Nee. Und das waren ja wirklich, also tolle Einzelsitze und es waren auch vorne andere Sitze, und zwar die Sportline, heißt die Sportline? Ja, genau, Sportline. Sitze. Der normale 124er hatte ja noch Federkern, ne? Ja. Da bist du ja noch durch die Gegend gewackelt, und das hatte der nicht mehr, der hatte ja Schaumstoff. Da gibt es einen wunderschönen Werbespot. Ich weiß nicht, wie die rechte Regelung da ist. Ja? Vielleicht kann man den auch mal klären, raussuchen, weiß ich nicht, wer einem da helfen kann. Daimler auf jeden Fall nicht. Denn es gab, das ist ja die Zeit, ist wieder Brabus, Lorenzer und was ich, wie sie alle heißen, die Tuning-Schmieden und AMG, die dann wilde Spoiler-Packs angeboten haben in den 80ern. Ja. Und dann gab es dann so einen Springer und Jacobi, diese typische, sehr ruhige, schon ein bisschen hochnäsig wirkende Werbung. Und es saßen zwei Geschäftsherren irgendwie beim Abendessen. Und dann sprachen sie so, also der eine erzählt ja, ich habe Spoiler, Breitreifen und Tieferlegung bei meinem Auto und hier, aber nichts von der Stange. Und was fahren Sie eigentlich für ein Auto, Herr Doktor so und so? Ich fahre einen Wagen von der Stange, wie Sie zu sagen pflegen. Und das war es dann irgendwie. Und die nächste Blende ist, wie dieser Mercedes 124er vor dem Hotel, vor dem Restaurant steht, er so die Fahrertür schließt. Der Hersteller meines Wagens ist übrigens Mercedes-Benz AG Stuttgart. Den habe ich nicht vor Augen, den Spot. Das klingt aber gut. Super geiler Werbespot. Und da ging es halt genau darum, dass Mercedes dann gesagt hat, dass wenn das so gut ankommt, dann müssen wir da selber ein Geschäft draus generieren. Und VW hat das ja auch immer gemacht. Den Golf 2, den gab es auch relativ schnell als GT-Ausstattung. Mit Kotflügelverbreiterung, Sportfahrwerk, ich glaube GTI-Sitzen. Und das war das Armaturenbrett. Genau, das war dann so der GTI des kleinen Mannes, der sich den dicken Motor nicht leisten konnte. Und so begann das ja alles. Also Tuning ab Werk. Und genau, der 500e hatte Sportline-Sitze vorne und hinten. Hm. Ja. Dann hast du das gerade gesagt mit dem Understatement, mit dem Auftritt des Fahrzeugs. Und da ist schon sehr viel Gehirnschmalz in Weissach reingelaufen. Denn die Fotos müssen wir jetzt mal einblenden an der Stelle. Ich habe in meinem Privatarchiv mal geguckt. Und ich habe früher als Kind, als junger Mensch, gerne Autozeitschriften auch zerschnitten und habe dann manche Bilder so in so Bücher reingeklebt einfach, um die irgendwie, zu digitalisieren, wenn man heute so möchte. Und da habe ich ein Foto gefunden, weil es gibt den Entwicklungsleiter bei Porsche, Michael Hölscher. Ich glaube, den hast du auf deiner Liste auch, dass du den mal vielleicht vor die Kamera zerrst. Alle auf meiner Liste. Sehr gut. Das ist nämlich der Urvater eigentlich vom 500e. Ja. Das war damals ein, ich glaube, Mitte 30-jähriger Entwicklungsingenieur, Leiter, was weiß ich, bei Porsche Engineering oder Porsche. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Das wird er dann erklären. Und der hat dann quasi das Projekt bekommen. Mhm. Und die ersten Prototypen, ich glaube, es gab insgesamt 20 Prototypen vom 500e. Und ich meine, so ziemlich die Hälfte, so ungefähr 10, 5 oder 10, waren wirklich 300e, die händisch umgedengelt wurden, dass da dieser Triebstrang reinpasst. Und dann gibt es dann ein Foto, das auf der Einfahrbahn bei Daimler geschossen wurde, glaube ich. Es gab ja früher so Erlkönigjäger, die dann wirklich mit so riesen Teleobjektiv lagen, die auf der Lauer bei Regen, bei Schnee, bei Sturm, durften nie erkannt werden und haben dann diese Bilder gemacht für Autobild, AMS und sonst was. Da hat man ja früher richtig gut leben können von. Weil es hat ja nicht jeder eine Kamera schussbereit gehabt. Heute ist ja jedes Kit steht draußen rum, macht schnell ein Erlkönig-Video im Nordschleife und hat dann halt ein Video und das ist dann wertlos. Fast. Ja, ist so. Ne? Und die haben, für die hat es sich gelohnt, nach Amerika zu fliegen und sich da wochenlang im Death Valley zu verstecken. Und irgendwann sind die richtigen Autos vorbeigekommen. Dann hat das die ganzen Wochen finanziert. Ne? Jedenfalls so jemand von dem Schlag hat dann irgendwann diese allerersten 500Es abgelichtet. Und das ist halt ein 300E. Du siehst, wie die Spur vorne ultra breit ist, dass an den Kotflügeln einfach weggeflext wurde, so der Radlauf, dass er nichts anschlagen kann. Mhm. Die Haube ist offen. Und der unter den Scheinwerfern hat der so Kiemen unter den Scheinwerfern. Weil die einfach nicht wussten, wo kommt die Kühlluft her. Mhm. Weil wenn man einen 500E-Motor anguckt, dann hast du diese fast schon oberschenkeldicken Luftschläuche links und rechts, die hören halt auf im Nirgendwo, weil der Wagen ist so klein für diesen Motorraum. Ja. Also hat dann Porsche überlegt. Und jetzt gibt es noch ein Erlkönig-Foto, das ist aus dem Cover von der AMS mal gewesen. Da sieht man jetzt diese seitlichen Schlitze in den Kotflügeln, wie beim Turbodiesel früher. Mhm. Der 500e hatte links und rechts als Testwagen Turbodiesel-Kotflügel quasi, weil die Luft halt woher kommen sollte. Und wahrscheinlich war das zu aufwendig, zu teuer oder auch zu
ja, auffällig, dass die Leute gedacht hätten, oh, da fährt ein Diesel. Das wollte man vielleicht gar nicht. Also hat er einen Porsche rumentwickelt. Und der 500e hat ja, wie der 400e später auch, der saugt die Luft um den Scheinwerfer herum an und hat quasi hinterm Scheinwerfergehäuse so ein Viereck, wo dann ein Schlauch reingeht in den Motor. Das ist verrückt, oder? Dass das reicht. Dass das gereicht hat, finde ich ja, ganz interessant. Ja, Engineering-Aufwand, weil wir müssen nochmal überlegen, wir reden von einem Zeitpunkt, wo es keine CAD-Entwicklung gab. Es gab so ein bisschen Rechnerunterstützung natürlich, die konnten schon was mal durchrechnen, mal eben schnell in einem halben Tag, sagen wir jetzt mal. Nicht so wie heute in einer Stunde, sondern schon ein bisschen länger. Aber die konnten jetzt nicht mal eben Digital Prototyping machen, wo sich einer jetzt hinsetzt, vornehmlich aus Indien, und mal eben schnell am Abend eine Luftführung konstruiert. Ja, das gab es damals nicht. Und das ist, finde ich, dann noch interessanter, weil du hast wirklich, wahrscheinlich ist der 500e der letzte wirklich komplett von Hand auf entwickelt und gebaute Großserienwagen, den es gegeben hat. Könnte was dran sein, ja. Bei Mercedes war das schon ein bisschen aufwendiger, glaube ich, weil du musstest halt den ganzen Hauptboden ändern, den Heckwagen ändern, den Vorbau ändern. Dann die Seitenwände plus Kotflügel vorne, das musstest du alles händisch bei jedem Auto ändern. Und ich habe Porsche so verstanden, das Archiv, dass jeder Kotflügel von Hand, also jetzt nicht täglich hat einer 5 Stück gemacht, sondern die wurden halt mal produziert und dann hatten sie wieder mal 100 Stück da liegen. Aber es wurden Serienkotflügel zersägt und dann wurde da ein neues Blech eingepunktet und das verputzt und dann war das ein neuer Kotflügel. Weil eine Form zu teuer geworden wäre. Genau, aber es gab kein Werkzeug, was es den Kotflügel hergestellt hat, weil man halt mit 5.000 Einheiten über Lifecycle gerechnet hat. Mhm. Nachher sind es, du hast es gesagt, ich glaube 10.300, 10.500 irgendwie insgesamt geworden. Sprich, wir reden von einer Verdoppelung. Und man spricht dann bei der Industrie immer gerne von Kammlinie. Du hast halt deine Produktion und dann hast du eine Kammlinie, also wirklich eine schön ganz hoch liegende. Ja? Also unten ist die Todeskurve oder EKG und oben ist die Kammlinie, die hat natürlich schon ein bisschen tanzt. Ja. 500e wurde bis, ich meine, April 95 komplett in 20 Einheiten pro Tag rausgeballert. Der war wirklich ein Auto für Connoisseure, für Kenner, ja, die das halt eben wollten. Und selbst nach seiner Leistungsreduzierung auf, das weißt du jetzt wahrscheinlich besser, 320 PS. Waren das nur 6 PS, die er verloren hat? Ja. Okay. Ja, ich hatte es gerade den 600er im Hinterkopf und der hat doch durchaus mehr verloren. Ja, von 408 auf 396, ne? Ja, 394 sogar. 394, ja, genau. Hat schon relativ viel verloren. Okay, also 320. Ja, was halt auch spannend ist, der 500e hat ja eigentlich relativ viele Testberichte eher schlecht absolviert, 0 auf 100. Denn ich meine, die AMS hat meistens gemessen so 0, also 6,1, 6,2. Mhm. Und der war mit unter 6 angegeben vom Werk, meine ich. Das kann sein. Also der BMW M5 hat ihn eigentlich immer gebügelt, aber nach seinen Maßstäben natürlich. Ne? Also das ist, ging um Sportlichkeit. Ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, mit dem 500e Nordschleife zu fahren. Das ist so gar nicht das Auto für mich dafür, aber es ist trotzdem eine unglaubliche Faszination, die von dem Wagen ausgeht, wenn man damit fährt. Der Motor macht ein Riesendrama und das ist aber alles so leise und toll und der hat immer Kraft und auch nur dieses Viergang-Automatikgetriebe, was ja eigentlich nach heutigen Maßstäben auch ein Witz ist. Aber der schaltet auch nie zurück. Klar, wenn man Kickdown macht, schon. Aber du bist immer, du beschleunigst bei 140, ja, trittst drauf, trittst. Und der bleibt immer im höchsten Gang und zieht da so von dann. Und das ist die große Faszination von dem Wagen. Ganz unaufgeregtes, tolles, schnelles Reisen. Vielleicht zitiere ich noch Stromverbrauch. Feuer und Seide. Ja. Ja, genau, das ist es. Das sich so ein bisschen wie eine Bibel zu dem Auto. Also das ist auch meine Springer und Jacobi gewesen, die diese Kataloge gemacht haben. Das war ja auch immer bei Mercedes oder Daimler-Benz Tradition. Diese Sonderfahrzeuge haben immer spezielle Kataloge gehabt. Das stimmt. Es gab beim 6.9 gab es einen ganz krassen Sonderkatalog, ganz am Anfang. Dann gab es beim hier SEC, dem ersten neuen SS Coupé 81, einen Sonderkatalog. Und später beim 560 SEL und eben für den 500e nochmal Feuer und Seide. Dann heißt es dann hier, was darf es sein? Motorleistung und Fahreigenschaften eines Sportwagens oder Komfort und Sicherheit einer Reiselimousine oder alles zusammen? Wem der Sinn nach Kraft und Kultur, nach Feuer und Seide steht, dem bieten sich nicht viele Alternativen. Wer dazu weder auf intelligente Technik noch auf exklusive Ausstattung und schon gar nicht auf gediegene Qualität verzichten möchte, der blickte bisher auf eine Angebotslücke. Diese kleine, aber feine Lücke hat Mercedes-Benz mit dem 500e geschlossen. Ein absolut exklusives Modell, in dem sich der Esprit aus dem Motorsport mit dem Geist traditioneller Qualität zu einem wohl wirklich einzigartigen Erlebnis verbindet.
Ein neues Fahrzeugkonzept, das einmal durch Leistung, Styling, Sicherheit, Komfort, zum anderen durch limitierte Produktion eine kostbare Rarität bleiben wird. Damit hat das Außergewöhnliche seinen Namen, Mercedes-Benz 500e. So, wenn du jetzt nicht sofort auf mobile.de klicken willst und dir wieder einen suchen möchtest, dann weiß ich auch nicht, oder? Es ist tatsächlich so. Also ich habe es glaube ich auch schon mal gesagt, ich habe auch schon mal einen M5 gehabt, einen E34. Oh. Das ist ein mit 340 PS ein großer Krawallbruder. Ich habe einen Riesenspaß mit dem Wagen gehabt und auch das war leider vor der Zeit, bevor die Preise so abgeflogen sind, habe ich ihn wieder verkauft, weil er einfach im Unterhalt extrem teuer wurde. Und der Motor hat einen Riesenspaß gemacht, der 3,8 Liter mit dieser Einzeldrosselklappenanlage. Also das ist fantastisch und es ist eine Sportlimousine, die hat Sperrdifferenzial und ich bin damit auch mal Nordschleife gefahren und habe danach vier neue Radlager kaufen müssen. Aber das wäre mir beim 500e niemals eingefallen und ich habe den 500e danach gehabt und das ist vom Charakter ein komplett anderes Auto, aber irgendwie ist die Faszination da, vielleicht weil es noch mehr Understatement ist und noch das noch besser verbunden wird. Es ist nichts für krawallige Sportwagenfahrer, weil du kannst nicht mal das ASR abschalten, serienmäßig. Das konnte man nachher beim Tuner kaufen, glaube ich, dass man das ASR abschalten könnte. Ja, du hast diesen Schneekettenschalter und kannst es nur limitieren. Kannst es ein bisschen mehr freigeben. Ja. Aber ich wüsste gar nicht, warum man es abschalten soll. Da hat er keine Sperre, dann dreht nachher ein Rad durch. Ja. Also das ist dann ganz bemitleidenswert, wenn dann aus einem Radkasten da irgendwie Rauch aufsteigt und du dich dann freust, weil du irgendwie Burnout machst. Aber das ist natürlich albern. Nee, das Auto ist so gebaut und ich finde, das ist die Synthese aus den ganzen Sachen, was du eben vorgelesen hast, ist da perfekt umgesetzt von Porsche. Es ist ein sportliches Auto, sportlicher zu fahren, viel sportlicher zu fahren als eine normale E-Klasse, als ein normaler 124er, aber es ist sicherlich kein Sportwagen per se und auch kein Rennwagen und nicht für die Rennstrecke oder für Trackdays gemacht, aber trotzdem hat man einen Riesenspaß damit und ich finde die Optik auch, was du sagtest, das ist mir nämlich auch aufgefallen, der 124er hat eigentlich fast so große Scheinwerfer. Für den ganz kurzen Unterbau. Und ich glaube, jetzt werden viele das mit anderen Augen sehen. Ich finde, der 500e ist stimmiger. Der hat unten mit diesem Spoiler, das tut dem schon gut. Also das braucht er schon. Deswegen bin ich auch nie so ein großer Fan vom 400e gewesen. Ja. Viele haben dann, als mir der geglaubt hat, gesagt, dann kaufst du halt einen 400e. Ich habe gesagt, nee, das ist ein anderes Auto. Dem fehlen diese ganzen Umbauten bei Porsche. Das ist ein normales Serienauto. Und die Faszination 500e ist ungebrochen. Aber ich finde 124er insgesamt bildschön. Also ich finde, die sind tolle Autos. Aber ich mag auch die E34-Serie von BMW. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da nur Mercedes-Fan bin. Und ihr hört es, jetzt aktuell fahre ich ja wieder Mercedes, oder immer noch Mercedes. Aber es ist auch, für BMW schlägt mein Herz genauso. Also ich bin da nicht so, du bist, glaube ich, mehr nur Mercedes, oder? Nee, das ist jetzt ganz witzig, weil das denken immer alle. Und das ist so, hat sich so ein bisschen, glaube ich, entwickelt in der Kindheit natürlich. Aber wer Mercedes-Fan ist, der ist immer auch, guckt Richtung BMW, guckt Richtung Audi und vor allem Richtung Porsche, ganz klar. Ja. Also ich bin ein ganz großer Fan, speziell vom E32. Das ist für mich so der erste Siebener. Und der Gipfel dann in E38, das ist direkt der James Bond Siebener. Und dann ist das Thema auch schon wieder durch. Ja. Und diese beiden sind eigentlich mindestens ebenbürtig mit den jeweiligen S-Klassen. Und das gab es davor nicht wirklich. Und danach ist es wieder was anderes eigentlich. Dann sind die beiden so ein bisschen losgedriftet voneinander. Und Audi, ja, weiß ich nicht, mein Vater hatte mal in den 80er Jahren einen Audi-Dienstwagen, diesen riesen Audi 100, diesen aerodynamischen Wagen da, 80. Den fand ich so spektakulär, weil als Kind im 123er groß geworden, dann war da plötzlich das Zukunftsauto. Mhm. Weil dieser Audi 100 hatte Fenster, wo so ein schwarzer Punkt drin war, und die waren außenbündig. Ja. Das sah aus wie ein Forschungsauto, wenn du von so einem alten Mercedes kamst. Ja, das stimmt. Und dann hatte der irgendwie, war der super groß innen drin, windschlüpfig. Also dann will ich nur sagen, ich bin nicht nur Mercedes-Fan. Ich habe natürlich eine ganz große rosa-rote Mercedes-Brille auf, die aber definitiv auch irgendwo endet, wahrscheinlich mit dem letzten gefertigten 500e. Ja? Weil danach gibt es natürlich ausgewählte, sehr spannende Autos, ein ganz, ganz spannendes Auto. Da müsste ich aber auch erstmal wieder mit Ex-Kollegen in Affalterbach sprechen. Der W210 E50 AMG. Ja. Denn dieses Auto hat ja auch eine Fertigung gehabt, die man so gar nicht kennt. Mhm. Da wurden ja auch Rohkarossen in Sindelfingen vollgestopft mit Innenraum und sonst irgendwie. Aber der gesamte Triebstrang, Fahrwerk etc. pp. Wurde in Affalterbach von Hand gemacht. Ist das irre? Ich bin auch großer Fan von dem Wagen übrigens. Und ja, ganz selten. Sind tatsächlich die Autos, sind sie selten. Und da haben die Hersteller es noch nicht gecheckt, wie sie auch mit solchen Dingern Geld verdienen können. Ja. Im großen Stil, habe ich das Gefühl. Also sage ich jetzt einfach sehr in die Tüte rein. Aber das war ein so großer, konstruktiver Aufwand.
Ja. Und entweder haben es die Leute bezahlt, wie beim 500e, aber ich glaube mit dem E50, ob da viel Geld übrig geblieben ist, bei dem Aufwand, was ich übrigens auch noch sagen wollte, was ich toll finde, beim 500e und wie auch beim E34, vorher mussten sich die Ingenieure entscheiden, was wollen wir bauen und was wollen wir machen. Weil sie hatten nicht die Möglichkeit, mit dem wie bei BMW genannten Fahrerlebnisschalter ein Auto zu bauen, was eigentlich alles kann. Du kannst leise fahren und mit weichem Fahrwerk durch die Stadt und dann drehst du an irgendwelchen Knöpfen und am Lenkrad und was weiß ich was und auf einmal hast du einen röhrenden Auspuff und der Wagen ist tief und hart und dreht irgendwie anders und schaltet härter. Nee, die hatten einen Schuss. Die mussten sagen, okay, so soll er schalten, so federt er und wir bauen ASR ein, was man nicht abschalten kann und das, die Entscheidung ist gefallen und dann wird so gebaut. Und bei BMW haben sie gesagt, wir bauen was Sportliches, wir wollen ein ganz anderes Klientel ansprechen. Die sollen auch mal Trackdays fahren und wir brauchen Sperrdifferenzial und wir haben einen Motor, der wo Verbrauch eher egal ist. Also da kann ich auch ein Lied von singen. Da war manchmal die Anzeige im Schnitt auf 24 Liter, habe ich es mal im Winter gehabt. Das war unglaublich. Aber das, man musste sich vorher Gedanken machen und ich glaube, heute kann man sich mehrere Kennlinien überlegen und sagen, also wir bauen ein Auto, damit kann man zum Einkaufen fahren, damit kann man auf die Rennstrecke fahren. Das macht es vielleicht ein Stück weit einfacher, ne? Ja, heute ist aber das Problem, du musst von vornherein, wie du es gesagt hast, in deinen Worten so ein bisschen versteckt, du musst von vornherein festlegen, was ist mein Minimalspunkt unten und oben. Also von links nach rechts, welche Bandbreite von 0 nach 100 gehe ich. Mhm. Und dieser 500e, als man den 124er entwickelt hat, ich glaube, also der 123er war fertig Ende 75, kam der raus. Da wurden die allerersten gebaut, da wurden die Prospekte gedruckt. Und dann war Daimler eigentlich, ja, beim Daimler gab es das am Anfang ja eigentlich gar nicht so, wie lange eine Baureihe hält. Bei BMW ja auch nicht. Diese 7 Jahre, die man heute eigentlich unisono kennt, das gab es früher nicht. Also man hat überlegt, man hat ein bisschen kalkuliert, aber es war ja alles total Wünscheraten. Ja? Wie viele Mercedes Mittelklasse verkaufen 1983? Das wusste 76 niemand. Ja, das wurde irgendwie hochpoliert und ausgerechnet. Und der 124er wurde irgendwie... Es gab ja den 190er parallel, jetzt haben wir wieder so einen kleinen Bogen, der dann irgendwann überlegt wurde in den 70ern, wir könnten so ein Auto aus der Ölkrise kommend, brauchen wir so ein kleines Auto eventuell. Und der 123er war ja sehr, sehr erfolgreich. Ich meine 2,5 oder 2,7 Millionen Einheiten. Ich meine, es war sogar der erfolgreichste. Okay. Der Strich 8 war wahnsinnig erfolgreich und dann kam der 123er und so erfolgreich war nie wieder ein Mercedes. Weil halt heute viel mehr Möglichkeiten da sind. Damals gab es nur eine Limousine, ein Coupé, ein T-Modell. Fertig. Ja, und S-Klasse ja auch, deine S-Klasse, die erfolgreichste bis jetzt, ne? Ja, genau. Ja, gut, theoretisch ist sie gekappt worden. Der 126er ist gekappt worden vom 221. Und wenn du jetzt den Baujahreszeitraum, die Zeitspanne anguckst, dann ist der mit, ich glaube, 551.000 Einheiten noch erfolgreicher. Okay. Aber overall, mit ich meine 800 irgendwas 1000, ist der 126er ungeschlagen. Der King in der Luxusklasse weltweit für immer. Wird es nie wieder geben, so ein Auto, mit der Stückzahl. Ja. Aber muss man auch sagen, 1980 bis 91, also gute 11 Jahre Produktionszeitraum. Ich meine, trotzdem zeitlos, ne? Und bis heute ist das Design zeitlos. Nur das Model S von Tesla schafft diesen Zeitraum, aber bei weitem nicht diese Stückzahlen. Also das ist schon ein wichtiger Punkt, diese Kontinuität des Designs. Ja? Also zum Beispiel finde ich, wenn du dir einen 124er anguckst, den finde ich ja am allerschönsten als Kassenmodell. Mit diesen komischen, hässlichen Radkappen, mit diesen dünnen Leisten seitlich, ganz hohes Fahrwerk, schmale Bereifung, so ein 230e Baujahr 85. Hatte mein Vater exakt den. Exakt, ganz genau den. Ja, bestes Auto, 136 PS, glaube ich, sehr schnell, sehr schnell. War das schlechteste Auto, was mein Vater leider damals jemals hatte und ist dann sofort wieder von Mercedes weg, weil am Anfang hatte alles, was die hatten. Wir machen dazu nochmal was. Ne? Genau, schon mal eingelaufene Nockenwellen, das Schiebedach hat nie funktioniert. Der Innenraum war verarbeitet, da ist also meine Klobürste besser verarbeitet. Aber lass uns da an der Stelle abbrechen, du hast es schon gesagt, die Zuhörer sollen mal voten. Ja. Wir haben als Idee mal gehabt, die ach so gute Daimler-Benz-Qualität. Ja. Wir beide als große Fans der Marke und Verehrer der Produkte. Ja. Aber es gab zig, wie der Privatarchiv hilft an der Stelle. Unglaublich. Ganz kurz nur eine Geschichte. Es gab eine Sternfahrt von Taxifahrern 1986 mit 124ern noch in der Türkei gefahren sind zum Werkstor. Und heute würden die Chinesen mit Golfschlägern die Karren zerprügeln. Damals hat man einfach rumgehupt und das Werk blockiert, weil die Autos so schlecht waren. Ja. Erstaunlich, dass es sowas mal gab. Und wir müssen noch mal voten irgendwann,
der letzte echte Mercedes? Weil bei jeder Generation sagt man, die Vorgeneration war der letzte echte. Also beim 210er sage ich es nicht mehr, dass das der letzte echte war, sondern da will ich schon beim 124er. Aber auch aus der Sicht, eigentlich war es der 123er, glaube ich. Ne? Ich glaube, da sollten wir echt mal in Ruhe drüber sprechen. Ja, da müssen wir mal. Das ist eigentlich so eine Whisky-Runde. Da nimmt man sich einen Whisky in die Hand. Im Hintergrund letzte echte Mercedes. Und da muss man so mal überlegen, genau. Weil eigentlich, das hat mal jemand gesagt, der letzte echte Mercedes ist immer dann der, der in der breiten Motortalk-Leserschaft kaufbar ist. Heute ist das der 212er. Das ist der letzte echte Mercedes. Ja, nee, also der hat mir zu viel Elektronik und zu viel. Jetzt habe ich ja selber einen Luxus 212er, den CLS Baureihe 218. Und ich würde jetzt schon sagen, wahrscheinlich ist das wirklich der letzte Mercedes. Weil, der hat wahnsinnig viele Sachen und da knistert es auch mal hier und da kann immer elektronisch was kaputt gehen. Wird auch passieren irgendwann. Mhm. Nur von der Machart ist der schon noch irgendwo. Der hat den Spirit hat er definitiv noch drin. Mhm. Den Spirit auf jeden Fall. Das merkst du alleine, dass der, mein Wagen ist Baujahr 2017 und ich habe es völlig verdrängt. Ich habe den Wagen ja blind quasi gekauft, weil ich das Auto fand ich toll, der passte in mein Budget, der passte dazu. Und dann mache ich die Tür auf und da hat er unten noch dieses Feststellbremspedal im Fußraum. Ja. Und da dachte ich, wow, das ist Daimler. Das hat ja kein Auto mehr heute. War der letzte, ne? Heute ist alles elektrisch, ja. Genau. Elektronisch. Ja. Und das ist halt so ein bisschen, da merkst du, weil der Daimler, das ist auch vielleicht der Grund, um nochmal diese Kurve jetzt zu bekommen, weswegen dieses ganze Entwicklungsproblematik da war mit dem SL, mit dem 140er. Man konnte den 500e nicht machen, wo man ihn machen wollte, weil der Daimler wahnsinnig rückständig war Ende der 80er Jahre. Hm. Wenn jetzt den Podcast vom Professor Reitzle, Professor ist er, glaube ich, ne? Ja. Professor Reitzle gesehen hat, dann hört man ja schon, das war halt wirklich so. Und deswegen war ich immer auch ein Stück weit BMW. Fan, sage ich mal, oder zumindest habe ich es sehr stark beäugt, weil beim Daimler gab es außer einem Reiserechner und einer Antriebsschubregelung gar nichts. Und der Reiserechner ist nun auch irgendwie, also schon eine halbgare Lösung, oder? Ja, der Reiserechner ist cool, aber du hast recht, BMW war mit ihrem Fahrerinformationsrechnersystem, weiß ich, wie das Ding heißt, ich glaube, das kam erstmals raus, 82, 83. Ja, oder die hatten ja vorher mal schon viel früher, überleg mal, beim Sechser hatten sie schon diesen Knopf, diese Check-Control. Genau. Das war 78 oder so. Ja, ja. Also elektronisch waren die immer weiter vorne, hatten aber natürlich öfter mal Elektronikprobleme, ne? Das muss man auch sagen. Also ich hatte jetzt noch keinen BMW, bei dem ich es nicht hatte, aber die waren jetzt auch noch keinen Mercedes, vorne, bei dem ich es nicht hatte. Von daher. Ja, aber da gab es halt wirklich jemanden, der das aktiv verhindert hat. Es gab nämlich den Entwicklungsvorstand oder Entwicklungschef, später auch Mercedes-Chef Breitschwert. Und der war, das gibt wirklich Interviews aus den 80er Jahren, deswegen kann ich das, ich zitiere jetzt einfach mal die Interviews, ohne die groß zu benennen, der war ein Gegner von Elektronik im Auto. Der wollte so wenig Elektronik im Auto haben wie möglich. Deswegen war Mercedes auch derjenige, der in der KE-Jetronic bis zum Schluss, oder K-Jetronic, dann später KE, festgehalten hat, weil die irgendwo, die ist sehr konservativ, die ist sehr ausfallsicher. Und bei BMW, du hast es gesagt, sind oft Kunden stehen geblieben, weil die Motronik hängen geblieben ist. Ja? Irgendein Fehler war, hier war ein Kabel kaputt, Wasser eingedrungen, was weiß ich. Deswegen war zum Beispiel der BMW, ich meine, es war der E32, das war der erste Wagen, der Luftfahrtindustriestandards in Steckverbindungen hatte. Welcher Wagen war das? Der E32. Ah ja, okay, ja. Also der 7er aus den 80er Jahren vom Reitzle. Er hatte wirklich Steckverbindungen, die Luftfahrtstandard entsprochen haben, weil es davor halt echt ein Problem war bei der Kundschaft. Deswegen kennt ja auch jeder noch aus den 80er Jahren das Kontaktspray, WD-40, Caramba und was ich was, weil eben in der Witterung, die jetzt gerade beginnt draußen, war es üblich, dass Autos nicht angesprungen sind, weil Steckverbindungen korrodiert waren, Wasser drin war, sonst irgendwas. Das war normal. Ganz gut eigentlich, oder? Zum Beispiel hatte BMW weit, weit voraus als Mercedes. Also ich mein allererstes Auto war ein W123. Ja? Das nehmen wir kurz. Dein allererstes Auto? Ja. Ein 200er Vergaser. Und ich habe es wirklich, damals war ich Raucher, zum Glück, denn ich standest wirklich draußen am Auto im Winter und hast den Schlüssel nicht ins Schloss bekommen, weil das vereist war. Weil das Schloss ging ja aus der Tür raus, dieser Türgriff, in so einem dicken Chromblock. Ja, dann kam da drei Tropfen Wasser rein, da war es morgens feist. Dann hast du mit dem Feuerzeug deinen Schlüssel warm gemacht und hast ihn da eingeführt. Ja. BMW hatte im E23, im allerersten 7er, ich glaube so ab 83, 84, fahrerseitig am Türschloss, entweder Serie oder Sonderausstattung, ein beheiztes Türschloss. Du bist also am verschlossenen Wagen hingegangen,
hast den Klapptürgriff angehoben, eine Sekunde festgehalten, losgelassen, nochmal 2 Sekunden gewartet und dann wurde dein Türschloss beheizt. Hm. Hatte Mercedes nie sowas. Das war Zeit, man braucht die später auch nicht mehr, aber am Anfang hatten sie es halt nicht. Einer, der ein Lied von der alten Daimler-Qualität singen kann, ist leider von uns gegangen, der Gunter Holthoff. Hast du das mitbekommen? Ja. Der ist ja der Weltrekordhalter im Roadtrippen sozusagen, Roadtripping. Also der ist ja mit seinem Mercedes G, ist ja um die Welt gefahren und hat fast eine Million Kilometer zurückgelegt. Hat eigentlich bis auf, glaube ich, 2 Länder, alle Länder auf der Welt bereist. Mit dem ersten Motor, ne? Hm? Mit dem ersten Motor, meine ich. Mit dem ersten Motor, ja, genau. Getriebe ist, glaube ich, mal gemacht worden. Otto heißt das Auto. Ja. Steht im Museum der Mercedes und der ist gestorben. Gerade im Alter von, ich glaube, 84 Jahren. Das muss man mal dazu sagen, natürlich sehr traurig, definitiv. Seine Frau ist ja schon vor Jahren während der Reise gestorben, ja. Umrundung gestorben. Ich glaube, dass in diesen 84 Jahren, die ja schon sehr gut sind, vom generellen Alter, hat er so viel gesehen wie andere, die 300 Jahre alt sind. Das muss man auch sagen. Und das Tollste ist, ich habe den ja letztes Jahr getroffen, es gibt auch einen Podcast mit ihm, der ist wirklich mit dem Kopf voller Pläne, voller Zukunftspläne gestorben, und zwar ohne krank zu sein. Und das ist eigentlich mein Traum, also ein erfülltes Leben zu haben. Ja. Und dann hat er sich überlegt, wollte jetzt noch Südamerika, wollte noch viel reisen. Also da hat er sich also locker die nächsten 5 Jahre schon verplant, wie er mir gesagt hat. Und er ist einfach eingeschlafen, morgens nicht mehr aufgewacht. Ein Traum. Ein Traum. Wir vielleicht nicht, aber für Fans schon. Also wer Bock hat, hört nochmal den Podcast, weil das ist ein toller Erzähler einfach gewesen. Genau. Vielleicht noch abschließend zum 500e, das finde ich hier völlig in unserem Kaffee. Das wäre ganz vogelwild. Ein Ausblick auf die nächsten Folgen, die wir machen werden. Du hast gerade gesagt, der Wagen war so, das stand ja auch im Prospekttext drin, der war so homogen zu fahren. Das war jetzt kein Rennwagen, aber der hatte eine wahnsinnsneutrale, tolle Auslegung, war schon sehr sportlich, aber elegant und gediegen fahrbar, weil ein Entwicklungsziel war 50-50 die Gewichtsverteilung. Die er damals nur BMW hatte. Ich glaube, Jaguar hat es noch in seinen Prospekten reingeschrieben. BMW hat er immer reingeschrieben, früher, heute übrigens auch nicht mehr. Nachtigall, ich höre dir trapsen. Früher war immer 50-50, weil dadurch ist der Wagen halt super neutral. Mhm. Weil wenn du so ein 129er SL, wenn man ein kopflastiges Auto fahren möchte, so spricht man von einem Auto, was einen sehr schweren Vorbau auf der Vorderachse hat, oder Gewicht auf der Vorderachse hat, der fährt man 600 SL oder SL 600 vom 129er. Der kann nur geradeaus, der will durch keine Kurve, in der Stadt ist er trotz Servolenkung kaum um Kurven zu bekommen, weil der so viel Gewicht auf dieser Vorderachse hat, der war ja auch nie geplant, meiner Kenntnis nach. Und soll auch gar nicht, also tatsächlich ist ein Autobahnraser oder ein Autobahnbrenner, aber es ist eigentlich das harmonischere Auto, ist der 500er. Ja, also der 600er hat einfach wahnsinns Längsdynamik, ist ein Prestigeauto, speziell für die USA. Ja. Wir haben einen V12 im Cabrio, im Roadster. Also es war eine 50-50 Gewichtsverteilung von vornherein vorgesehen. Deswegen war auch von vornherein klar, die Batterie muss nach hinten. Von vorne wird dann Platz für den jetzt später genutzten CAN-Bus-Rechenapparat im 500e. Was aber auch bedeutet, der ganze Kopfraum, Heckwagenbereich muss geändert werden. Denn wer da mal ein 500e gesehen hat in dem Bereich, da ist wirklich eine komplette Kassette reingebraten, reingelötet worden in den, in die Seitenwand, um diese riesen Batterie unterzubringen. Und der Herr Hölscher, der Entwicklungsleiter von dem 500e, ich meine, es waren 5 Millionen D-Mark, die nur das gekostet hat, die ganze Hauptelektrik in den Kofferraum zu verlagern, inklusive Karosserieentwicklung, Vorrichtung, Produktion, bla bla bla, die Hauptleitungen, 5 Millionen D-Mark. Das kann man mal die Dimensionen, das glaubt man gar nicht. Da sagt man, ja, dann entwickelt ihr das halt kurz und legen 3 Kabel nach hinten, nichts da. Also das ist... Ich würde mal schätzen, dass das... Ist sehr schwer zu schätzen, aber ich habe ja schon ein bisschen Ahnung von heutigen Fahrzeugprojekten. Zum Beispiel kann man sagen, wenn du jetzt ein, das ist egal, welcher Hersteller, ja, also deswegen mein Wissen, wo es herkommt, da sage ich jetzt mal nichts zu. Wenn du ein Auto hast und brauchst oder willst eine neue Lenkung entwickeln, kostet eine Lenkung, die einen Anspruch von einem BMW, einem Mercedes, einem Audi, einem Porsche genügt, locker bis zu 7 Millionen Euro. Und da reden wir dann halt eben von dem Lenkgetriebe, von der Abstimmung, von dem Entwickeln, von den Kennlinien und von der Konstruktion, wie die Stange in den Innenraum geht. 7 Millionen. Ja, unglaublich, ne? Also da sind wir bei umgerechnet 14 Millionen D-Mark, deswegen 5 Millionen D-Mark für eine Batterieumlegung, das ist halt ein... Das ist schon eine Hausnummer. Ich kann mich übrigens an eine tolle Sache erinnern, der 500e hatte serienmäßig aus dem T-Modell diese Höhenregulierung hinten.
Ja, Niveauregulierung. Die Niveauregulierung. Und man hat es öfter erlebt, man war häufiger an Tankstellen. Und ich habe dann den Zapfrüssel da reingemacht und mich so ans Auto gelehnt, weil ich ein bisschen cool daherkommen wollte. Und du hast es dann immer gemerkt, wenn der Tank voll wurde, ging der hinten runter und hat dann auf einmal gegenreguliert. Ja. Also du warst die ganze Zeit, ist die Karosserie an deinem Hintern hoch und runter geschubbert. Weißt du, das ist voller geworden. Dann kam er wieder ein Stück hoch irgendwie, dass er immer gleich stand. Ja. Fand ich ja ganz cool, als mir das mal jemand erklärt hat. So. Ja, das ist halt auch ganz wichtig, weil durch die Niveauregulierung, so hat Mercedes die früher beworben. Mercedes war, weiß ich nicht, BMW hat es auf keinen Fall gehabt, ein Audi gab es damals nicht. die haben mehr auf Aerodynamik Wert gelegt. Ne? Ja, aber wenn man noch früher zurückgeht, also wenn du in den 70er Jahren guckst, bei Mercedes gab es immer eine Niveauregulierung gegen Aufpreis, weil halt, ja, das kommt schon vom Bauern her natürlich und vom Caravan-Ziehen. Die Karren knickten hinten halt ein, die Lampen leuchten in den Himmel und hinten liegt der Wagen auf dem Blech auf. Also Federung ist nicht mehr vorhanden. Und durch die Niveauregulierung hast du halt die Möglichkeit, erstmal das Fahrzeugniveau immer gleich zu halten. Also die Gewichtsverteilung ist deswegen auch immer identischer, weil der Hebel auch ein anderer ist. Aber auch die Federwege sind definitiv immer voll vorhanden. Genau, ja. Das heißt, der Wagen kann mit 240 über die A3 nach Frankfurt ballern. Und früher konnte man, ich konnte die selber auch noch frei fahren. Und da waren ja mehrfach so Anregungen, wo du so gehüpft bist mit deinem Auto. Und dann geht so eine Federung schon mal auf Block. Nur auf Block, was ein tolles Gefühl ist übrigens. Ja, ich erinnere mich da an die, das war nicht so meine Zeit. Meine Zeit ist eher 70er, 80er Jahre Autos und vielleicht ein bisschen 90er. Aber in den 60ern gab es bei der Heckflosse, dem Mercedes, das Bogebein. Der hat ja so eine Pendelachse, deswegen haben die so ein bisschen X-Beine. Und dann war wirklich oben eine Feder drin ab Werk, die so ein bisschen, das hatte auch der 300 SL Flügeltürer. Das war quasi diese Eingelenk-Pendelachse. Genau. Ja. Starkste mit einem Gelenk und einer Zusatzfeder. Und da gab es oben ein Bogebein und dann hat der Landwirt, weil mein Großvater hatte so ein Auto damals neu gekauft, ein 200D Heckflosse, den hast du halt hinten vollgeladen, dann lag der auf dem Boden auf. Und dann fuhrst du weg und durch dieses tiefe Liegen und trotzdem minimal mitfedern, hat sich das Bogebein aufgepumpt und zack, kam der Wagen hinten wieder hoch. Ach tatsächlich, das habe ich noch nie gehört. Es war quasi eine mechanische Niveauregulierung. Doch, Bogebein. Und wenn du ihn leergeräumt hast, dann ist das wieder... Ja, es hat sich automatisch, ich weiß nicht, wie das Prinzip war, das war quasi, das hat immer seinen Weg halt herstellen müssen. Quasi, das war ja dann eingedrückt, klein, und dann wieder groß. Okay, dann muss ich mal recherchieren, wie das geht. Genau, das war immer darauf ausgelegt, dass es seine Länge halt halten kann. Wie so ein Teleskopdämpfer quasi. Ja, interessant. Ja. Also... Ich glaube, wir haben sehr viele Themen heute geschnitten. Du hast auch gesagt. Findest du? Ja. Ich dachte, wir sind einfach mal ganz stringent über den 500e drüber gebügelt und die Leute sagen, Mensch, da sind aber viele Informationen offen geblieben. Nein, also Marc, es hat mich wirklich gefreut, dass du dir so viel Zeit genommen hast für mich. Und ich bin überzeugt davon, der eine oder andere schaut bis zum Schluss. Vielleicht müssen wir das nächste Mal ankündigen, dass zum Schluss kommt der Gewinncode für die künftigen Lottozahlen oder sowas. Ja, genau. Dass die Leute dranbleiben. Ja, nein, aber 10 hat mich gefreut. Aral-Gutschein. Zum Schluss gibt es Aralgutscheinnummern, genau. Nein, also ich habe das, ich glaube, wir haben den wirklich beleuchtet. Zeig nochmal die Zeitschrift, die Porsche Classic, bitte ins Bild. Genau. Also die Porsche Classic, die ist jetzt ganz neu draußen. Das ist meiner Kenntnis nach die größte Behandlung des 500e jetzt in den letzten, wo ist es denn, Seite 98. Da. Und du hast den Artikel geschrieben, also das finde ich wirklich gut. Ganz allein. Ganz alleine, nichts abgeschrieben. War nicht bei der Schülerhilfe oder so. Okay, ich glaube, Rechtschreibung wurde nochmal korrigiert. Ja, natürlich. Müsste man bei mir zumindest machen. Auch irgendwo, Mercedes-Fan, aber B, finde ich auch Porsche spannend, weil diese Zeitschrift habe ich vorher schon immer sehr gerne gelesen und gekauft. Und deswegen ist es für mich wirklich eine Ehre. Deswegen war auch das die Idee, lass uns weiter noch machen, was machen zum 500e. Einerseits den Artikel natürlich mal anzusprechen, andererseits mal zu erzählen, dass du so ein Auto besessen hast. Und ich habe immer gesagt, als du gesagt hast, lass uns doch mal sowas machen, habe ich gesagt, nee, du hast keine Ahnung, aber jetzt, wo du im Print vertreten bist, glaube ich dir natürlich. Ganz andere, ja, genau. Ganz andere Glaubwürdigkeit, ne? Dass man nicht mehr denkt, der erzählt immer nur der Herr 3,0. Nee, das steht schwarz auf weiß. Genau, es gibt auch Print, heißt, andere haben das mal qualitätsmäßig gegengeprüft. Es ist nicht nur Gelaber. Ja, okay. Also, du, ich hoffe, wir machen bald mal wieder was. Sehr gerne. Was gibt es bei euch auf dem Kanal Neues? Das ist ein bisschen zurückgefahren, ja, oder? Ihr habt da keine Zeit mehr zu. Damit meinst du ja 5,6. 5,6 ist, weiß ich gar nicht. Im Jahre 2013 haben wir angefangen, viele Videos zu machen. Es gibt, glaube ich, 100 Stück.
ja. oder so. Das letzte war die getarnte E-Klasse Mitfahrt mit dem W213, mit dem Kollegen vom Dr. Storb, mit dem Herrn Dr. Kelz. Mhm. Ja, das ist ein Zeitthema irgendwo. Das ist ein Thema natürlich auch, will der Hersteller weiterhin das Medium so besteuern, wie wir es damals hatten? Mhm. Es gibt durch Corona, durch Covid diese Pressefahrveranstaltungen in dem Maße so nicht mehr. Ja. Man will ja den Kontakt auch nicht haben. Du müsstest also heute wahrscheinlich auch jetzt noch, auch mit einer 2G-Regel, glaube ich weiß es gar nicht genau, theoretisch unter Umständen eine Maske im Auto tragen. Mhm. Ja. Vielleicht hinten der Kameramann. Und ganz ehrlich, da kommt nicht so die Stimmung auf. Ja. Andererseits ist auch die Frage, mein Eindruck ist nicht nur bei Mercedes, bei vielen Autoherstellern, dass es eher schwieriger wird, mal so wie wir beides hier gemacht haben, mal wirklich auf Augenhöhe offen mal zu reden und auch mal über einen schlechten Punkt zu reden. Das hast du ja gemerkt beim Herrn Dr. Storb. Also ich meine, das ist ja, das zeichnet in meinen Augen große Köpfe und tolle Macher aus, die auch mal über schlechte Dinge sprechen können. Und heute ist eher so, ja, es muss immer alles gut sein. Und es wird auch heute nur noch über eine andere Antriebsart gesprochen, die jetzt nicht unbedingt in meinem Hauptaugenmerk liegt. Und ich glaube, die sollten wir auch gar nicht aussprechen auf deinem Kanal, weil es geht ja hier um die alte Schule, um die goldene Ära des Automobils. Ich sehe, du hast deine Hausaufgaben gemacht. Genau. Ich habe mich vorher informiert, wer du eigentlich bist. Ja. So, Schluss jetzt. Die letzte Frecher, die ihr ausgeschlagen habt. Ich würde sagen, die Kommentatoren, also die Kommentarfunktion ist geöffnet. Ihr könnt ja mal vorschlagen, was für Ideen ihr habt, die wir beide mal besprechen sollten. So ein bisschen Altherrenquatsch. Gerne, wir gucken rein und versuchen uns ins Thema reinzulesen. Mache ich ja nicht immer bekanntlich, wie man an dem gepanzerten S-Klasse-Ding gesehen hat. So, heute gab es ein bisschen mehr Informationen. Also danke fürs Zuschauen. Marc, danke nochmal an dich und bis zum nächsten Mal. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.